Ich möchte also nur mal ganz kurz nochmal in 10 Minuten eine kleine Einleitung geben. Wir haben jetzt ja schon wieder zwei Filme gesehen, was LiveWave eigentlich ist. Und danach gehen wir dann gleich in den Frageteil über. Ich persönlich, um vielleicht gleich mal mit einer Geschichte anzufangen, normalerweise trage ich eigentlich keine Brille, aber ich bin gerade erst vor 2 Wochen aus Thailand wiedergekommen, hatte da einen kleinen Motorradunfall, wovon sich dann dummerweise meine Netzhaut gelöst hat, zu ungefähr 70%. Die wurde dann hier erstmal wieder angetackert. Und mein Arzt, der mich operiert hat, hat gesagt, also so 3 Wochen, vielleicht auch 4 Wochen, bis ich wieder einigermaßen sehen kann. Es ist jetzt also, wie gesagt, gerade mal 13 Tage her. Und wie Sie sehen, sitze ich schon am Computer und muss zwar eine Brille aufsetzen, aber kann erstaunlich gut gucken. Und wenn der wüsste, dass ich heute hier Abend schon ein Webinar mache, da würde er mir wahrscheinlich eine hauen, aber egal. Ja, ist egal, weil es funktioniert. Das ist eben das Tolle an den Patches. Ich habe hier dementsprechend einen Eon-Patch und im Nacken einen Carnosin und einen X39-Patch. Und damit funktioniert das dann eben wunderbar, selbst wenn die Schulmedizin da definitiv an die Grenzen kommt. Okidoki. Ich fange mal erstmal mit der Präsentation an. So. Wir wissen natürlich alle, dass die Quelle unseres ganzen Lebens Licht ist. Und das kommt durch die Sonne, für unseren Planeten, für unser ganzes Sonnensystem. Klarer Fall. Moment, irgendwie gehen die Slides gerade nicht weiter. Warum auch immer nicht. Okay. Und dabei ist ja, wenn wir uns mal selbst als ganz unwichtiges Wesen ansehen, die Sonne nur ein einziger kleiner Lichtpunkt in unserer Galaxie, die ja aus Milliarden von Sternen besteht. Es ist eine unvorstellbare Menge an Licht, die dort abgegeben wird. Und schon Albert Einstein sagt ja die berühmte Formel E gleich mc zum Quadrat. Und diese Gleichung lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass jegliche Materie, alles, woraus wir bestehen, aus Licht besteht und Licht enthält. Und insofern ist es auch vollkommen logisch, dass jegliches Leben auf unserem Planeten seinen Ursprung von der Sonne und der Photosynthese her hat. Pflanzen und, Moment, es ist wieder jemand noch dazu eingetreten, muss ich mal schnell hier noch rein lassen, weil es gibt leider nach wie vor keine Funktion, wo alle Leute eben vollkommen automatisch beitreten können. Okay, haben wir auch. Also Pflanzen und Vegetation nehmen das Licht auf. Das kennen wir natürlich alles. Und Tiere fressen die Pflanzen, die das Licht enthalten. Und wir essen die Pflanzen und einige Leute essen eben auch Tiere. Erstaunlicherweise geben alle lebenden Zellen, egal ob von Pflanzen, von Tieren oder von Menschen, Licht ab. Und diese bezeichnet man als Biophotonen. Und vielleicht ist es noch erstaunlicher, wenn wir uns überlegen, dass Licht, das von der DNA imitiert wird, tausende unterschiedlicher chemischer Reaktionen im Körper initiieren kann. Und in dem Zusammenhang ist es ganz klar, dass alle Lebewesen Licht emittieren. Und wir Menschen, wir emittieren eben Infrarotlicht. Das lässt sich zum Beispiel mit einem Nachtsichtgerät eindeutig auch sichtbar machen. Sonnenlicht hat zahlreiche Auswirkungen auf unseren Körper. Wir kennen das, Vitamin D-Aufnahme. Auch die Fähigkeit, einfach Melanin zu produzieren, damit wir dementsprechend uns vor der Sonne schützen können und vor Sonnenbräune. Also es ist vollkommen klar, dass Licht, obwohl es sozusagen keine biochemische Sache ist, die in unseren Körper eindringt, eindeutig etwas mit unserem Körper macht. Laser, also gebündelte Formen von Energie, Licht, werden auch für chirurgische Eingriffe eingesetzt, LASIK-Augenoperationen zum Beispiel. Oder Infrarot-Wärmelampen, eine weitere Lichtquelle, werden verwendet, um die Blutzirkulation zu verbessern und Schmerzen zu lindern. Also Licht ist absolut gängig. Phototherapie wird seit Jahrtausenden eingesetzt, in Indien zum Beispiel. Und heutzutage immer mehr auch eingesetzt, um zum Beispiel Gesichtsstraffung ohne Operation zu ermöglichen. Also wir sollten uns gar nicht die Frage stellen, wenn irgendjemand überrascht ist, dass Licht in irgendeiner Form Auswirkungen auf unseren Körper hat, wo wir doch jeden Tag so viele Beispiele direkt vor den Augen haben. Ich hoffe, die Leute haben jetzt hier gut gegessen, Mittag gegessen oder Abend gegessen, je nachdem. Ich werde jetzt ein paar Bilder zeigen, die vielleicht etwas schocken, um einfach mal zu zeigen, was Licht noch alles kann. Denn es sollte wirklich niemanden mehr überraschen.
dass man auch mit einem Patch Licht imitieren kann, wenn doch jegliche Materie Licht enthält. Insofern lassen Sie uns doch einmal einen Blick auf die LifeWave-Technologie werfen. Ich möchte mal mit dem Bereich der Wundheilung beginnen, denn das ist natürlich am schnellsten sichtbar, was sich da durch Stammzellenaktivierung durch Licht tut. Das hier ist eine Sache von gerade mal Unterschied 2 Wochen. Ja, ganz normale Narbe, kann jedem mal passieren. Und 2 Wochen später sieht das Ganze ja schon um einiges besser aus. Wir steigern uns. Hier sehen wir eine andere Operationsnarbe und sehen zwischen den beiden Zeitpunkten 1 Monat und 4 Tage. Das ist eine Hallux-Operation. Wenn wir uns das hier angucken, ein Autounfall, 63 Tage X39 Anwendung. Das hier, war ein Freund von mir oder ist immer noch, der hat dummerweise seine Fingerkuppe in eine Autotür bekommen von einer Mercedes S-Klasse, die sich automatisch zuzieht. Na, das ist dann schon etwas unangenehm. Er kam mit der Fingerkuppe dann ins Krankenhaus und der Arzt hat gleich gesagt, das brauchen wir gar nicht annähen, das funktioniert eh nicht. Also er sagt, bitte nähen Sie es an, bitte nähen Sie es an. Nach ein paar Tagen war das Ganze dann nekrotisch, wie man hier sehen kann. Also es ist im Prinzip wie abgestorbenes Gewebe. Aber das Endergebnis ist, dass nach ungefähr 2 Monaten die Fingerkuppe wieder genauso aussieht wie vorher. Auch bei Schönheit kann man das natürlich irgendwo dokumentieren. Zwischen dem ersten Tag und dem 303 oder 355. Tag, denke ich mal, sind eindeutige Unterschiede feststellbar. Es ist nur mal ein kleiner Beweis. Es gibt tausende von Beweisen, die wir mehr oder weniger jeden Monat erreichen durch sensationelle Erfahrungsberichte, was eben durch Lichttherapie, was durch unsere Stammzellen-Patches möglich ist. Diese Dame ist 93 Jahre. Und so ist der Unterschied nach 2 Monaten X39 bei der gewesen. Es ist unterschiedlich, jeder Mensch ist anders. Der hier in der Mitte bin ich nur mal als Beispiel. Das sind meine Kommilitonen. Das ist auf dem Oktoberfest. Da treffen wir uns jedes Jahr. Und wenn man sich die Leute anguckt, alles graue Haare, Falten, das ist alles mein Jahrgang, dann ist es schon relativ erstaunlich, was es machen kann. Ich habe jetzt ein chronologisches Alter von 53 Jahren und wer vielleicht sich ab und zu QS24 Filme anschaut, beziehungsweise Sendungen, der hat dort auch gesehen, dass ich mein biologisches Alter habe ermitteln lassen aufgrund von bestimmten EPH-Tests und das ist momentan 38,1 Jahre. Also man kann da schon einen Unterschied machen. Wir haben im Prinzip eine erschwingliche Stammzellentechnologie, die wir heute bereits anbieten können. Und das passiert, indem wir unsere körpereigenen Stammzellen in ihren jugendlicheren Zustand wieder zurückversetzen, indem wir das Peptid oder das Polypeptid genau genommen, GHKCU, mit einer neuartigen Form von dieser Low-Level-Lichttherapie, nämlich von der Biophotonentherapie im Körper erhöhen können. Wissenschaftlich durch Doppelblindstudien eindeutig erwiesen. GHK sind also drei Aminosäuren und CU steht für Kupfer. Und diese Kombination wurde schon in den 70er Jahren von Dr. Lauren Picard herausgefunden, was das eben kann. Ich möchte Ihnen aber mal zeigen, zum Beispiel, was auch für Gehirnkohärenz erreicht werden kann durch das Patch X39. Da gibt es ein Brain Mapping von dem Gaten Chevalier. Das haben wir in Las Vegas vorgestellt bekommen. Das hier ist eine 77 Jahre alte Yoga-Trainerin, die von sich behauptete, sie ist super fit, es geht ihr wunderbar, sie kann nur so schlecht schlafen. Das ist ein Brain Mapping, das ist ein Gerät, was von oben auf den Kopf gesetzt wird. Und man kann hier dann dementsprechend von oben die beiden Gehirnhälften sehen und die Energieströme. Und hier ist dementsprechend die Wellenlänge zu erkennen. Ich glaube, man muss kein Mediziner sein, um zu erkennen, dass sich hier im Laufe von diesen 3 Sessions enorm was verändert hat. Nämlich die Kohärenz ist enorm gestiegen. Das ist hier der zweite Proband, 67 Jahre alter Mann, der hat dieses X39-Patch 3 Zentimeter unterhalb des Bauchnabels bekommen. So, ich lasse hier mal wieder noch jemanden eintreten. Okay. Darüber gibt es auch
eine Studie, die über 30 Seiten umfasst. Das Interessante in dem Hintergrund ist, dass man heute festgestellt hat, dass die meisten neurodegenerativen Erkrankungen mit einem Mangel an Kohärenz einhergehen. Das kann man lesen, wenn man zum Beispiel auf die PubMed-Seite geht der Vereinigten Staaten. Da gibt es eine Webseite, die von der Regierung rausgegeben ist, wo man die ganzen Studien nachlesen kann, nicht nur von LifeWave, sondern generell alles, was dann in irgendeiner Form interessiert. Da gibt man dann zum Beispiel ein neurodegenerative Erkrankung oder man sagt auch mal ganz konkret zum Beispiel Alzheimer und sagt zum Beispiel, gibt dazu das Wort ein Kohärenz des Gehirns. Und da kommen ganz klare Ergebnisse raus. Je geringer die Kohärenz des Gehirns ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer und ähnlichen Erkrankungen zu leiden. Insofern, wenn man auf der anderen Seite den Umkehrschluss macht, dass man schlicht und einfach die Kohärenz des Gehirns steigern kann, indem man einfach nur eine bestimmte Wellenlänge von Licht in den Körper bekommt, dann ist das auf jeden Fall auch für diese degenerativen Erkrankungen, die im Alter leider sehr viele Menschen erleiden, eine großartige Prophylaxe. Hier sehen wir mal eine randomisierte, kontrollierte Doppelblindstudie von X39 von der Dr. Melinda Connor. Dr. Melinda Connor ist eine sehr renommierte Wissenschaftlerin, die auch Fellow in der Academy of Medicine ist. Da sind solche Leute drin, zum Beispiel, oder waren solche Leute drin, wie also Charles Darwin. Ich meine, man muss jetzt nicht unbedingt die darwinistische Theorie vertreten, aber es war auf jeden Fall ein ziemlich genialer Mann. Schließlich hat er seine Theorie nahezu in der gesamten Welt publik und irgendwo zur herrschenden Meinung gemacht. Und von daher, das ist also wirklich, da ist schon was dran. Und diese Dame konnte ganz klar nachweisen, dass bereits innerhalb von 7 Tagen der GAK-CU-Gehalt im Blut um 40% höher lag als vor Anwendung der Patches. Und die Leute in der Doppelblindgruppe, nämlich die nur Placebo einen Patch geklebt bekommen haben, auf dem keine Information drauf war, hatten nahezu null Erhöhung von GAK-CU. Das war eine ziemlich sensationelle Studie, die kann man auch nachlesen, wenn man möchte, auf der Webseite luxpatches, lux wie Licht, patches.eu. Da habe ich 4 der wichtigsten Studien für den Bereich X39, X49 Stammzellenpatches mal zusammengefügt. So, die LifeWave-Patches enthalten einfach nur organische Kristalle. Nichts dringt in den Körper ein, sondern das eigene Körper-Infrarotfeld, was der Körper emittiert, wird mit bestimmten Wellenlängen dieses Patch aktivieren. Dadurch bilden sich in dem Patch Cluster, so ähnlich wie Spiegel von Satelliten, und senden eine bestimmte Wellenlänge des Lichtes wiederum in den Körper zurück. Und dieser Prozess führt dazu, dass der Körper dann wiederum so einen Appell an Intelligenz der Zellen bekommt, nämlich diesen Lichtimpuls, die auch jede Zelle zur anderen gibt, die schon in der DNA drin war. Und dieser Lichtimpuls sagt, lieber Körper oder liebe Zelle, mach doch auf der biochemischen Ebene etwas mit diesem Signal. Das bedeutet aber natürlich auch, wenn wir sozusagen einen Plan haben, zum Beispiel von einem super schönen, von einer Luxusvilla, genauso wie wir sie uns vorstellen, am See, am Meer, wo auch immer, und der Plan ist genial, der Statiker sagt, das ist alles wunderbar, und es wird auch abgenommen, und nun hängt der Architekt den Plan da irgendwo an den ersten Pfosten, der da steht. Und die Bauarbeiter sollen jetzt irgendwo die Baustoffe besorgen, Zement und Mörtel und Stein und alles Mögliche und Glas. Jetzt fehlt aber zum Beispiel der Beton oder es fehlen eben Steine. Dann wird es schwierig, das Haus genauso zu bauen, wie es im Plan drin steht. Und das bedeutet, wir müssen selber natürlich auch dafür sorgen, dass der Körper optimal mit Aminosäuren versorgt ist, damit eben der Körper bestimmte Polypeptide und Aminosäuren bilden kann, die wichtig sind, um zum Beispiel hier dieses, was wir ja als erstes Patch uns speziell angeschaut haben, dieses Kupfertripeptid durch das X39 zu bilden. Wie der Name schon sagt, Kupfertripeptid, das heißt, der Körper braucht dafür auch Kupfer. Kupfer ist in dunkler Schokolade drin. So sagen wir mal, ab 85% ist auch der Zuckergehalt sehr, sehr gering. Dunkle Schokolade hat noch viele andere Vorteile. Man hat es in Paranüssen drin. Man sollte nur nicht mehr als 5 Paranüsse am Tag essen oder 4 so in dem Dreh, weil das ja auch eine ganz, ganz leichte, von Natur aus radioaktive Frucht ist. Man könnte alles Mögliche zu sich nehmen, um Kupfer zu erhöhen. Man kann aber auch einfach Kupfer als Nahrungsergänzung substituieren.
Es gibt Nahrungsergänzungsfirmen, da kostete was 9,90 € für eine 4-Monats-Ration. Da hat man jeden Tag eine ganz feine Kupferpastille und damit weiß man von vornherein, der Körper hat genügend Kupfer intrazellulär zur Verfügung, um durch das GHK, was mit dem Patch aktiviert wird, eben dann Kupfertripeptid zu bilden, was unglaublich viele medizinische Vorteile hat. Es geht also, wie gesagt, nichts aus dem Patch in den Körper rein. Das ist absolut non-transdermal. Es sind keinerlei tierische Substanzen auf dem Patch drauf. Es ist lediglich Ribozucker und Aminosäuren da drauf mit Polysacchariden. Das biegt dann nach links ab und dann sendet das eine bestimmte Wellenlänge von Licht. So ähnlich wie ein Radio, auf dem Sie eine Frequenz eingestellt haben, aber Sie haben das Radio ausgeschaltet. Und nun schalten Sie das Radio ein und plötzlich hören Sie was, ohne dass Sie irgendwas tunen müssen. Und dieses Einschalten passiert einfach durch das körpereigene Lichtfeld. Das ist eigentlich schon alles. Dann haben wir das Ice Wave, das war das erste Patch, was LifeWave rausgebracht hat. Ganz wichtig, um Schmerzen zu reduzieren. Das ist kein Therapie-Patch. Das kann nur den Schmerz unterdrücken, drastisch reduzieren, überbrücken. Auch sehr gut. Zum Beispiel bei chronischen Schmerzpatienten. Es gibt ja etliche, die zum Beispiel von der Schulmedizin als austherapiert gelten. Die bekommen dann Morphium und Opiate und alle möglichen tollen Substanzen, weil man nicht weiß, wie man die Schmerzen wegbekommen kann. Wenn man das mit einem Lichtprodukt hinbekommen kann, ohne jegliche Nebenwirkung, ist das natürlich ziemlich sensationell. Es ist aber kein Therapie-Patch, was jetzt die Ursache der Schmerzen löst. Das muss man klar wissen. Wo Schmerzen sind, sind auch fast immer in irgendeiner Form Entzündungen. Und wenn man Entzündungen sich angucken möchte, dann würde man dafür zum Beispiel das Eon nehmen. Es ist natürlich auch immer wichtig, um Schmerzen zu reduzieren zum Beispiel, aber auch für alles, was wir an biochemischen Prozessen in unserem Körper ablaufen lassen, dass wir unser Antioxidantiengehalt deutlich steigern. Das geht zum Beispiel durch unser eigenes Körper-Master-Antioxidants-Glutathion. Bis zu unserem 30. Lebensjahr haben wir sehr hohe Glutathionwerte und das ist auch gut so, aber leider ist dann langsam so der biologische Sinn unseres Lebens erfüllt. Man hat sich ursprünglich mal so gedacht, dass dann, oder der Schöpfer hat sich gedacht, dann ist man schön und jung, sieht gut aus und hat sich zu dem Zeitpunkt fortgepflanzt, also den biologischen Sinn des Lebens erfüllt. Und dann ist es nicht mehr so wichtig. Und deshalb ab dem 30. Lebensjahr werden eben unsere Polypeptide und unsere Antioxidantien leider auch weniger. Und Glutathion ist nun mal das Master-Antioxidans unseres Körpers, damit eigentlich das Wichtigste, die wichtigste Substanz A für die Bildung von Stammzellen oder für die Stammzellengesundheit. B, um einfach das Immunsystem sehr, sehr stark zu halten. C, um Schmerzen zu reduzieren. D, um jung und gesund auszusehen. Und wenn man dementsprechend nicht genug Glutathion in seinem Körper hat, kann man das substituieren durch Nahrungsergänzung. Man kann sich das IV geben, also intravenös. Das machen auch inzwischen relativ viele, ist ganz in gerade. Es ist sensationell in der Krebstherapie, auch seit 10 Jahren mindestens in Amerika von alternativ denkenden Medizinern eingesetzt. Einziges Problem dabei ist, Glutathion ist ein sehr, sehr flüchtiger Stoff. Das heißt, der ist nur 2 bis 3 Stunden im Körper nachweisbar. Und wenn Sie das von außen zuführen, dann ist diese Absorption des Körpers nur bedingt. Das heißt, selbst wenn Sie 1 Monat lang bioverfügbares Melatonin in Form zum Beispiel von Pillen zuführen, so haben Sie trotzdem nach diesem Monat in der Regel gerade mal eine Erhöhung Ihres Glutathion-Peroxidase-Wertes und Ihres GSH-Spiegels, ob im Blut gemessen, im Vollblut, im Serum oder im Urin über Schwermetalle gemessen, von ungefähr 30%. Wenn Sie einen Glutathion-Patch kleben, in dem kein Glutathion drin ist, sondern was einfach nur Ihrem Körper die Information gibt, als Appell an die Intelligenz der eigenen Zelle, selber wieder in der Leber Glutathion herzustellen, dann können Sie innerhalb von 5 Tagen bis zu 300% erhöhte Glutathionwerte nachmessen im Blut. Da gibt es auch Studien drüber. Also mit Licht kann man sehr viel Schönes erreichen. Ich möchte Ihnen gleich nochmal ein anderes schönes Beispiel dazu geben. Und zwar ist es unser Alavida-Patch. Das Alavida-Patch klebt man normalerweise aufs dritte Auge. Man kann es sich also auf die Zirbeldrüse. Die ist ja stark erweitert, man kann es sich aber auch in den Nacken kleben, 2 Zentimeter unterhalb vom Bauchnabel, wie man auch immer möchte. Schauen Sie sich mal diese beiden Bilder an. Das ist eine Biopulsarmessung von einem 62-jährigen Mann.
Man sieht, glaube ich, einen ganz guten Unterschied, wie sich sein Biofeld verändert hat. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal von einer Dame an. Und zwar ist das eine 43-jährige Frau. Und auch hier drastische Veränderungen. Und das Ganze geht innerhalb von Minuten. Also das dritte Auge zu öffnen, ist sicherlich eine ziemlich clevere Angelegenheit. Man kann den oxidativen Stress der Haut drastisch reduzieren durch dieses Alavida-Patch. Damit bleiben natürlich mehr Antioxidantien im Körper erhalten und was damit wiederum natürlich die Wiederherstellung des Strahlens der Haut auch drastisch erhöht. Also das ist auf jeden Fall eine ziemlich clevere Sache. Welche Vorteile hat denn das Alavida-Patch außerdem noch aus der Forschungsarbeit gegeben? Hier sehen wir EES-Test und da kann man eine außergewöhnliche Zunahme der Gehirnaktivität mit dem Alavida-Patch feststellen, speziell von den Frontallappen. Und das merkt man auch, wenn man das am Abend klebt. Man hat ein erheblich ja, lebendigeres Schlaf- bzw. Traumverhalten und kann sich in der Regel morgens wunderbar an seine Träume erinnern. Also wer ein Traumtagebuch führt, was ja auch immer ein ganz interessanter Schlüssel zur eigenen Seele ist, das ist, wenn man Alavida-Patch klebt, sensationell, was da für Erfahrungen, für Erkenntnisse und für Erinnerungen wiederum möglich sind. So, das waren jetzt nochmal so ein paar Kleinigkeiten. Man hat anhand dieser Studien gemerkt, dass nach nur 2 Wochen alle Zeichen von oxidativem Stress um mehr als 17% zurückgegangen waren und die Marker für die Aktivität von Antioxidantien hatten zugenommen. Also SOD, also Superoxide-Dismutase, um über 24% und Glutathion, über das wir eben schon gesprochen haben, um über 47%. Also das alleine nur mal zum Thema Alavida. Also es gibt doch einiges, was LifeWave an Produkten hat, die ziemlich faszinierend sind. Das sollte jetzt nochmal so ein kleiner Einblick gewesen sein, ob man jetzt dementsprechend Schlafpads benötigt, um einfach mehr Melatonin zu haben. Dieses Patch erhöht primär Melatonin und Melatonin hat auch antivirale Fähigkeiten. Nochmal als Beispiel, ist sozusagen wie ein natürliches Antibiotikum. In der Nacht regeneriert sich der Körper eben einfach am besten. Oder was man auch immer nimmt, jedes Patch hat wirklich ganz besondere Vorzüge und jedes Patch hat seinen Wert und seine Berechtigung. Und da der Körper eben ein Lichtorchester ist, verfügt dementsprechend diese LifeWave-Technologie über ein enormes Potenzial, um hier alle Aspekte der Lebensqualität eines Menschen drastisch verbessern zu können. Wir haben inzwischen über 80 klinische Studien zur Bestätigung von dieser LifeWave-Lichttherapie und Technologie erhalten. Und momentan laufen gerade wieder weitere Patente. Und ja, wenn Sie sich überlegen, sich ein normales Pflaster aufzukleben, das weiß jeder. Das macht jeder, wenn er irgendwo Blasen hat an den Füßen oder sich geschnitten hat oder was auch immer oder irgendwas abdecken möchte. Und das ist ja genauso einfach, wie eben so ein ganz normales Heftpflaster aufzukleben. Ganz simpel. Hier haben wir nochmal das Aeon-Patch nochmal als Beispiel. Ganz einfach in den Nacken platziert. Morgens zum Beispiel reduziert den Stress drastisch und reduziert die Entzündung im Körper. Auch sehr wichtig. Denn wenn wir weniger Entzündung im Körper haben, können wir damit drastisch Schmerzen reduzieren. Wir können aber vor allen Dingen auch die Stammzellenaktivität drastisch erhöhen durch die Reduktion der Entzündung in den Zellen und natürlich einen großen Anti-Aging-Effekt auslösen, weil ohne Entzündung hat der Körper mehr Energie für alles zur Verfügung. Und wenn wir gleichzeitig durch dieses Patch weniger Stress haben, dann kann die Energie generell natürlich im Körper viel, viel besser fließen. Und das ist im Prinzip im Grunde schon alles, was Sie brauchen, um, wenn Sie Lust haben, diese Informationen anderen Menschen weiterzugeben und mit LifeWave selbst irgendwo Ihre eigenen Geschäfte zu betreiben, anderen Menschen Lichtimpulse geben für ein besseres Leben und dabei selbst wiederum materialisierte Liebe Gottes zurückbekommen. Ich denke, das ist ein ziemlich schönes, rundes Konzept und deswegen mache ich das auch seit 19 Jahren und ich bekomme fast jeden Tag irgendwie da einen neuen sensationellen Erfahrungsbericht, wo ich mich immer hinsetze und einfach nur dankbar bin, dass ich glücklicherweise diese Technologie kennenlernen durfte. So, das nur mal so kurz erstmal als Einführung. Und jetzt würde ich gerne
darum bitten, dass derjenige sich freischaltet, wiederum, der eine Frage hat, um die dementsprechend zu stellen. Denn es geht ja hier nicht darum, dass ich Ihnen was erzähle, denn das meiste kennen Sie davon bestimmt schon, sondern dass wir ja speziell uns hier heute getroffen haben, um Fragen zu beantworten. Ich habe zum Beispiel eine. Können Ja, Sie mich verstehen? ich kann Sie super verstehen. Super, Herr Wiegel. Erstmal schönen guten Abend. Ich Na. wollte fragen, was passiert denn? Ich klebe jetzt so ein bisschen schon seit ein paar Wochen. Ja. X39 und so. Was ist denn, wenn man mal vergisst, das abzunehmen oder so und dann das einfach dann mal über Nacht einfach kleben bleibt oder so? Eine gute Frage, weil das passiert natürlich einigen schon mal ab und zu. Es ist so, dieses Patch sammelt ja sozusagen Wärme, weil das ist ja wie ein Plastik. Das Plastik, da dringt im Prinzip nichts durch in beide Richtungen. Die Haut wird sich irgendwann wahrscheinlich beschweren, weil sie darunter natürlich nicht vernünftig atmen kann. Für 12 oder 14 Stunden ist das überhaupt gar kein Problem. Wenn man es aber 20 oder 24 Stunden drauf hat, kann es irgendwann sein, dass die Haut sagt so, also ey, jetzt reicht es mir aber und wird dann vielleicht rot, fängt an zu jucken oder sonst irgendwie was. Wichtig ist immer, wenn man das Pflaster oder das Patch runternimmt, dass man diese Reste von dem Klebstoff entfernt. Das ist so ähnlich wie wenn man sich als Frau schminkt, dann geht man ja auch nicht mit der Schminke ins Bett, sondern man nimmt die ja auch runter. Und genauso macht man das mit den Patchresten eben auch. Das muss ja auf der anderen Seite auch kleben. Wenn man ins Meer geht oder Sport macht, muss es ja halten. Das ist also ein 3M-Klebstoff, der antiallergen ist, aber dennoch bitte die Reste davon entfernen. Die Wirkung kann sein, dass das auch, dass dieses Patch 12 oder 14 Stunden funktioniert. Das wurde nie untersucht, denn das Entscheidende ist ja im Endeffekt, einen Impuls zu setzen und danach den Impuls wieder wegzunehmen. So ähnlich wie eine Mini-Akupunktur. Da hat man ja auch nicht die Nadeln ewig drauf, Ja. sondern man setzt einen Impuls, der Körper reagiert dann darauf und deshalb ist es eben wichtig, dass der irgendwann dann auch wieder verschwunden ist. Aber es ist jetzt nicht schädlich, es passiert nichts, wenn man es mal vergessen sollte. Aber ich empfehle immer, das Einfachste ist, das mit dem Zähneputzen zusammenzumachen. Das hat man ja meistens dann doch irgendwo in so einem gewissen Rhythmus drin. Morgens das Patch drauf, abends, wenn man sich die Zähne putzt, das Patch wieder runter. Und wenn man eben Patches für die Nacht hat, dann würde ich die eben empfehlen, neben das Bett zu legen, dann eben zu kleben, wenn man ins Bett geht und am Morgen wieder abzunehmen. Sehr schön, vielen Dank. Jetzt noch Gerne. mal kurz zur Nacht, habe ich nämlich noch nie welche geklebt. Man kann also dieses Silent Night und dieses Aeon nachts nehmen oder Ja, Alaviva. wieder auch. Also man kann eigentlich sehr viele Patches nachts nehmen. Ich persönlich würde jetzt keinen nicht unbedingt Energy Enhancer nachts kleben, weil die ja eigentlich die Zellenergie erhöhen und die ATP-Produktion in den Mitochondrien erhöhen. Nichtsdestotrotz gibt es Menschen, die irgendwie so erschöpft sind, dass sie deswegen nicht schlafen können. Und wenn die Erschöpfung so weit geht, dass die Zellen einfach überhaupt nicht mehr ihre natürliche Funktion wahrnehmen können, dann kann man auch sogar Energy Enhancer in der Nacht kleben, weil man den Zellen damit ein höheres Energieniveau gibt und durch das höhere Energieniveau die Zellen dann wiederum in der Lage sind, zum Beispiel GABA zu produzieren, also Gamma-Aminobuttersäure, damit der Körper eben dann doch noch in den Schlaf fallen kann. Prinzipiell kann man alles nachts auch kleben. Was ich nicht empfehlen würde, wäre definitiv Glutathion, weil Glutathion aktiviert ja die Glutathionproduktion, die findet in der Leber statt. Und die Leber sollte in der Nacht möglichst schlafen und ruhen. Aber auf jeden Fall für die Nacht sehr geeignet ist Aeon, das Silent Night und auf jeden Fall auch das Alavida-Patch. Super, vielen Dank. Sehr gerne. Es gibt sicherlich weitere Fragen. Schönen guten Abend, Herr Weigel. Können Sie mich hören? Ja, wunderbar. Ich kann Sie sehr gut hören. Wunderbar. Ich habe eine Frage. Sie haben vorher ziemlich am Anfang gesprochen von Kohärenz. Und da wäre meine Frage, Kohärenz zu was sich da verbessert? Ja, die beiden Gehirnhälften werden besser miteinander ausgeglichen. Und wenn zum Beispiel das Gehirn unkohärent ist, die Studie hat insgesamt 25 Seiten, da sind ganz viele Bilder drin, da sieht man im Prinzip so eine Fahrigkeit. Das heißt, ganz viele Querverbindungen von Linien, sehr wild hin, her, vor, zu, her. Man kann einfach eine Hyperkohärenz haben oder eben eine Unterkohärenz haben. Und wenn aber im Prinzip diese Ströme im Gehirn ausgeglichen werden und ruhiger werden, und das passiert durch das X39 nachweislich, dann steigt eben damit die Kohärenz. Also wird die Logik und die Gefühle besser zusammenarbeiten, ja. Genau. Ja. Das Gehirn verbraucht auch mehr Energie dadurch.
Also weniger Energie, sorry. Wenn man Ja. also ein unkohärentes Gehirn hat, was nicht wirklich ausgeglichen ist sozusagen, dann kann das bis zu 40% des Energiebedarfs des Körpers alleine verbrauchen. Und ein sehr in ausgeglichenem Maße schwingendes Gehirn, was eine hohe Kohärenz hat, verbraucht nur 25% der Energie des gesamten Körpers. Naja, kommt aber darauf an, in welcher Beta-Phase man Beta 1, 2, 3 oder ob man in einem Alpha-Zustand unterwegs ist, in Klar. der Form. Na, okay. Klar. Natürlich. Okay, danke für die Antwort. Gerne. Dann habe ich noch mal eine Frage, vielleicht ein bisschen was drumherum. Wo werden auf der Welt werden diese Sachen produziert? In Irland. Sie werden nur in Irland produziert. Und zwar ist das in Galloway. Das ist eine große Produktionsanstalt sozusagen, die vollautomatisch abläuft. Und dort wird nach medizinischen Standards gearbeitet. Das heißt, diese ganze Fabrikation ist als Medizinproduktanlage gemacht. Das ist, es ist eben wirklich absolut hygienisch. Es ist das Neueste vom Neuesten. Und dort werden die Patches dann in die jeweiligen Logistikcenter von LifeWave, davon hat LifeWave 6 Stück, über den Erdball verteilt, versendet. Je nachdem, Und wenn ich in zum welchem Beispiel, Entschuldigung, Kontinent man ist. ja, Entschuldigung, dass ich da reinrede, Gerne. aber ich bin so begeistert. Ich Und habe auch ein Paketchen bestellt und kam das, wenn ich jetzt hier in Deutschland, ich bin in Leverkusen, kam das dann auch aus Irland? Ist das ja, richtig? genau. Ja. Das kommt aus Irland und da ist dann eben auch ein Kundenservice und dann kann man eben entscheiden, möchte man die langsame oder die schnellere Versandart haben. Die schnelle Versandart kommt innerhalb von 3 Tagen und die langsame braucht eben eine Woche. Der Preisunterschied sind in der Regel 2 Euro. Ich hatte die Schnelle und ich war super glücklich. Es ist so überraschend, dann das Paket so schnell schon zu haben. Sehr aufregend, diese gesamte Geschichte. Das muss ich Ja, sagen. es ist toll. Ich finde gerade in der heutigen Zeit, in der wir doch auch von den Nachrichten um einen herum eigentlich eher mit düsteren Nachrichten und mit Dunkelheit umgeben ist, ist es Ja. eben toll, wenn man da eben positive Lichtimpulse bekommen kann. Fantastisch, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Jetzt habe ich eine Frage, und Ja. zwar, weil einfach mehrere Leute mich immer wieder fragen, muss ich denn das immer kleben? Das ist Ja, sicher das sehr ist in der spannend. Tat eine berechtigte Frage. Es ist ein bisschen so, als wenn man eine Nahrungsergänzung nimmt oder wenn man ein Additiv in seinen Motor reinkippt, um weniger Benzin zu verbrauchen oder generell, wenn man Benzin irgendwo in den Tank reinfüllt. Das Benzin kann noch so teuer sein und vielleicht 100 Oktan haben, aber wenn es verbraucht ist, dann läuft der Motor nicht mehr. Ein bisschen so ähnlich ist es hier auch. Der Körper kriegt einen Impuls, etwas besser zu machen oder sich daran zu erinnern, was er ursprünglich, als er jung war, sowieso gemacht hat. Und dieser Impuls, der wird umgesetzt. Und das Gedächtnis der Zellen wird erstmal wieder angeregt, wenn man zum Beispiel X39 2 oder 3 Monate am Stück nimmt, ist ein großer Verjüngungsprozess im Gange. Die Stammzellen werden aktiviert und die Stammzellen bleiben ja dann natürlich auch im Körper. Wenn ich jetzt aber das zum Beispiel 2, 3 Jahre nicht mehr nehme, dann besteht natürlich mein ganz normaler Hautalterungsprozess oder Zellalterungsprozess geht damit ganz normal weiter, so wie es eben vorher auch war. Wenn ich also merke, dass es mir gut tut, dann kann ich auch ruhig mal eine Pause machen und gucken, was ich dann für eine Veränderung spüre. Nur mal als Beispiel, meine Mutter, ungläubiger Thomas Nummer 1, ist ja klar, inzwischen 84 Jahre alt. Hat 2 Jahre die X39 genommen. Jeder hat immer gesagt, wie genial sie aussieht. Sie war dreimal in der Woche beim Yoga und zweimal in der Woche beim Bridge und hat auch noch im Fitnessstudio kräftig mitgewirkt und war immer irgendwie eher auf der hyperaktiven Seite. Dann hat sie gesagt, sie merkt eigentlich gar nichts von den Patches. Okay, dann hör doch auf, dann nehmen Sie doch einfach mal nicht. Sie hat also aufgehört und nach bereits 7 Wochen ging es los, dass sie sagte, ich kann so schlecht schlafen. Und ich weiß nicht, ich komme gar nicht mehr richtig gut aus dem Bett raus. Und ich kann mich auch nicht mehr richtig gut erinnern beim Bridge. Jetzt weiß ich immer gar nicht, was die anderen da jetzt gereizt haben. Das ist schon ganz peinlich. Sag ich mal, was hast du denn in deinem Leben verändert? Ja, gar nichts. Ich so, ne, aber okay, du hast doch gesagt, du nimmst die Patches nicht mehr. Ja, die Patches. Aber sonst habe ich nichts verändert. Sie sagt, okay, dann nimm sie doch einfach mal wieder aus Spaß. Du weißt zwar, dass sie nichts wirken, aber guck doch mal, was sich tut. Ja, und 4 Wochen später
war sie wieder Nummer 1 in ihrem Bridge-Club, hat immer die Preise nach Hause geholt, war wieder im Fitnessstudio, konnte sich wieder, habe ich gesagt, und Mama, was ist dir aufgefallen? Ja, das war jetzt bestimmt Zufall. Aber ich will damit nur sagen, selbst Leute, die nicht daran glauben, merken den Unterschied. Aber wenn man sich natürlich ohne die Patches auch gut fühlt, ist es auch wunderbar. Ich persönlich kann mir mein persönliches Leben also ohne Patches nicht mehr so richtig vorstellen. Ob ich jetzt zum Beispiel einen anstrengenden Tag hinter mir habe und am Abend möchte ich dann aber noch mit meiner Frau in die Oper oder ins Konzert gehen oder mit den Kindern noch irgendwie was machen, dann klebe ich mir eben am Abend nochmal schnell die Energy Enhancer auf. Ich powere ja meinen Körper damit nicht aus, sondern das Einzige, was passiert ist, dass ich mehr Fett in meinen Mitochondrien, in den Kraftwerken meiner Zellen verbrenne, nämlich ATP-Produktion. Und das ist auf keinen Fall verkehrt. Und wenn ich dann ins Bett gehe, kann ich die Patch ja auch wieder runternehmen. Und ich habe ja vorhin schon mal erzählt, ich habe also bei EPH so einen epigenetischen Test gemacht. Und ich bin jetzt momentan ungefähr, also mit der Augensache jetzt vielleicht gerade nicht mehr, aber zumindest als ich das vor 2 Monaten gemacht habe, immerhin 15,1 Jahre jünger als mein chronologisches Alter. Und ich denke, das ist schon gar nicht so schlecht. Auch wenn ich meine Kumpels angucke im gleichen Alter, die sehen eben alle irgendwie 5 bis 10 Jahre älter aus im Minimum. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn man irgendwo noch sich jung und vital fühlen kann. Und auch die eigenen Kinder einem sagen, Mensch, Papa, also dafür, dass du schon so alt bist, bist du eigentlich noch ganz schön fit. Das ist doch ein gutes Gefühl. Darf ich auch noch mal? Jeder darf. Jeder soll, dafür bin ich hier. Also ich habe auch die Hautcremen. Und können Sie da vielleicht noch was dazu sagen? Also da tue ich immer das Pflaster dann noch im Nacken kleben und eben die Tages- und die Nachtcreme. Also die Alavida-Hautpflegeserie. Es besteht eben nur aus natürlichen Bestandteilen, bis auf Vitamin C. Das ist das Einzige, was eben künstlich zugesetzt ist, um einen gewissen Qualitätsstandard zu halten. Und besteht eben aus Olivenöl, also Olivenblattextrakt ist da noch drin und alle möglichen Dinge, die eben 100% natürlich sind, weil die Haut natürlich auch Substanzen aufnimmt und nicht nur auf der Oberfläche lässt, sondern früher oder später kommen sie in die Blutbahn rein. Und insofern ist es eben sehr wichtig, sich genau anzugucken, was man auf seine Haut drauf tut. Auch welche Kosmetik oder welche Pflegeserien man eben nimmt. Und ich persönlich zum Beispiel, ich habe früher immer teure Pflegeserien genommen, ob das jetzt von Shiseido oder Lancôme oder von La Prairie war, aber es hat eigentlich immer irgendwo an einen Stellen geglänzt, an anderen war es irgendwo eher matter, also so eher Mischhaut. Und es hat meistens irgendwie so 2, 3 Monate gedauert, dann habe ich immer irgendwie ein, zwei, drei Pickel bekommen. Und das ging über Jahrzehnte. Und seitdem ich dies aller wieder nehme, das ist jetzt mittlerweile 8 Jahre, habe ich keinen einzigen Pickel bekommen. Ich hatte einmal einen Mückenstich, okay, aber da kann ja die Creme nichts dafür. Aber ansonsten absolut nichts. Die Haut fängt besser an zu glänzen. Sie fettet sich von innen heraus. Man braucht immer weniger von der Creme. Aber das ist meiner Meinung nach auch eine ziemlich sensationelle Sache. Wir bekommen pünktlich zum Valentinstag am 14.02. Die Augencreme dazu mit GHKCU drin, die eben speziell dann eben die Falten auch unter den Augen mit wegnehmen kann. Oder vermindert, drücken wir es mal besser so aus. Danke. Wenn man das Set nimmt, zum Beispiel, bestehend aus der Nachtcreme, dem Tagesnektar und diesen beiden Packungen Alavida Patch, dann sind die beiden für beide Monate, die Patches eigentlich kostenlos. Denn wenn man mal die Produkte einzeln summiert, die Tagescreme plus die Nachtpflege, ist man beim gleichen Preis, als wenn man das Set nimmt und noch für 2 Monate die Patches drin hat. Das ist ziemlich genial, weil, wie gesagt, haben wir ja vorhin auch gesehen, was das Alavida-Patch bewirkt, ist schon ziemlich sensationell und außergewöhnlich. Also, lieber Herr Wiegel, darf ich Sie noch mal was fragen? Ja, bitte. Also, und zwar geht es mir nämlich um diese Nachtpflege. Man sagt doch, die Haut regeneriert sich über in der Nacht und die braucht überhaupt nichts am besten. Da ist nichts drauf nachts. Was sagen Sie dazu? Ja, ich kenne diese Theorien. Es gibt einige Hautärzte, die auch sagen, man sollte eigentlich an seiner Haut nichts außer Wasser lassen und eben meinetwegen irgendwie eine pH-neutrale Seife, also eben keine Seife, sondern so eine Emulsion, die pH-neutral ist und dann würden sich nach 6 bis 8 Wochen die Haut von innen komplett selbst regenerieren. Kann man ja gerne mal probieren. Ich meine, es ist natürlich eine Riesenindustrie, die dahinter steht, das ist vollkommen klar.
Ich persönlich habe eben, also ich lebe auf Mallorca, ich habe viel Sonne. Das heißt, ich muss zum Beispiel eben am Tag auch ab und zu meine Sonnencreme verwenden im Gesicht, weil wir haben einfach eine enorme Strahlung. Mallorca ist die Insel in Europa mit der höchsten Hautkrebsrate von Europa. Und da ist es schon ganz gut, ab und zu ein bisschen was zu machen. So, die Haut, diese Sonnencreme möchte man aber auch nicht auf dem Körper drauf lassen und im Gesicht. Also muss ich sie runterholen. Und wenn ich mir die Sonnencreme mit einer Waschemulsion runterhole, habe ich zum Beispiel immer eine sehr trockene Haut danach und ich merke, der fehlt was. Und wenn ich dann weiß, ich tue dann Vanilleextrakt drauf und da ist dann eben, wie gesagt, ein bisschen Olivenblattextrakt mit drin, dann denke ich mal, tue ich, es ist für mich schön. Ich mache das irgendwie wie so eine Art Luxus. Ich finde, es duftet lecker, es fühlt sich gut an, meine Haut fühlt sich damit entspannt, aber ich behaupte nicht, dass das jetzt irgendwo natürlich der letzten Weisheit Schluss ist. Es kann man, ja, auch jeder kann das alles so machen, wie er möchte. Und wenn man damit gut klarkommt, dass man zum Beispiel sich nur mit Wasser wäscht und sonst nichts nimmt, dann ist das natürlich auch absolut wunderbar. Ich denke nur, für Leute, die eben gewöhnt sind zu cremen, und es gibt ja viele Leute, die haben da gleich irgendwie 6 oder 7 Tinkturen in ihrem Badezimmer stehen, ist es eben besser, man hat zumindest eine Alternative, die ökologisch vertretbar ist, in der nichts drin ist, was die Haut in irgendeiner Form schädigt oder den Organismus, als eben etwas zu nehmen, was mit etlichen anderen Stoffen versetzt ist, die bedenklich sind. Sagen wir es mal Das so. finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass Sie mir jetzt sagen, das sind, was für Stoffe sind da drin? Vanilleextrakt und was noch? Ich muss es, ich kann es ja mal kurz hier mal rausholen, auf die Screen bringen, wenn Sie möchten. Ayuda? Kein Problem. Gracias. Momento. Also. Gehen wir hier mal rein. Dokumente. LifeWave. LifeWave. Alla Vida. So, Skincare vorher, nachher Bilder. Was gucken wir uns denn am besten mal an? Mal sehen. Können Sie das hier sehen? Ja, sehr schön. Prima. Dann gehen wir mal ein bisschen runter. Dann kommen die Inhaltsstoffe. Also 98,6%. Ich kann das auch noch größer machen, fällt mir gerade auf. Vielleicht sieht man Ist es bei groß Ihnen auch genug. größer. Ist groß Ja? genug. Okay. Außer der Tür gewonnene pflanzliche Inhaltsstoffe. Bla bla bla. Aber was ist jetzt ganz genau drin? Das hatte ich in einem meiner letzten Newsletter vor ungefähr 5, 6 Monaten mal. Also, es ist frei von Parabenen, Sulfaten, Phthalaten, synthetischen, künstlichen Duftstoffen, Harnstoffen und künstlichen Farbstoffen. Das ist schon mal alles nicht drin. Es hat Das ist schon mal toll. Mikroalgenöl, Milchpeptide, Moringa-Butter, fettlösliches Vitamin C, Reiskleieöl, Rosmarinextrakt. Boah, das sind die Sachen, die drin sind. Und rechts daneben steht dann noch, wofür das gut ist, sozusagen. Super. Jetzt noch mal, kam mir gerade noch mal blitzartig der Gedanke, hat das alles der Herr Robert Schmidt zu sich ausgedacht oder gibt es da ein ganz großes Team drumherum oder wie? Der Robert Schmidt muss, David Schmidt, der muss ja eine Rakete sein, ne? Ja, David Schmidt ist eine Rakete, das kann man nicht anders sagen. Ich kenne ihn ja mittlerweile seit 19 Jahren. Der Mann ist schon sehr cool unterwegs und bleibt dabei eben komplett spirituell und bescheiden. Das ist, finde ich, auch immer eine sehr, sehr schöne Komponente. Es gibt eigentlich kaum eine Veranstaltung, in der Wow. irgendwo auch über Gott spricht. Gott, sagen wir jetzt einfach mal, als irgendwas an göttliches, überirdisches Wesen. Und irgendwo uns klar macht, wie klein wir Menschen eigentlich sind. Und er ist eben auch absolut bescheiden und sehr, sehr dankbar. Das ist sehr angenehm. Dieses hat er in einem Labor mit entwickeln lassen, aber unter den Vorausgaben, die er eben gemacht hat, was er eben drin haben möchte. Und hatte dafür dann aber auch noch einen sehr bekannten Wissenschaftler mit rangezogen, der eben speziell schon seit 30 Jahren in der Kosmetikindustrie unterwegs war. Und hat gesagt, was er eben glaubt, was er haben möchte und was dann der andere da noch reinbringen möchte. Dann hat er da 1,5 Jahre drauf rumgeforscht und hat dann diese Creme auf den Markt gebracht. Natürlich, nachdem sie erstmal ein halbes Jahr lang an Markenpartnern wie mir getestet worden sind. Ja, Wir kriegen super. dann immer kostenlos alle Produkte im Vorfeld. Und wenn wir sagen, das ist gut, dann wird das sozusagen freigegeben. So, jetzt habe ich noch die letzte neugierige Frage. Was kleben Sie dann selbst links an der Schläfe? Was haben Sie da? Also ich hatte, wie gesagt, einen kleinen Motorradunfall in Thailand und da hat sich leider 70% meiner Netzhaut abgelöst. Und dieses Auge
hat vor 12 Tagen mit Laser eine komplette, hat die Netzhaut wieder angelasert bekommen. Das ist ein bisschen rot noch, aber es war bis vorgestern wirklich noch ganz klein. Und der Arzt hat gesagt, naja, also 3 Wochen, 4 Wochen, keinerlei Arbeit am Computer und nichts. Ich sitze, wie Sie vielleicht sehen, vor einem Computer und es macht mir überhaupt nichts aus. Ich kann alles lesen, obwohl, ja, mein Arzt sagt, das kann gar nicht sein, dass ich irgendwas lesen kann. Ich habe mir hier ein Carnosin-Patch geklebt und im Nacken habe ich ein Aeon-Patch kleben, um eben von vornherein diese natürlichen Polypeptide, die eben auch in den Augen vorkommen, wiederum zu stärken. Auf meinem Leber-3-Punkt, das ist jetzt am rechten C sozusagen, das ist ein Punkt, der aus der chinesischen Medizin bekannt ist, dass er Verbindung mit dem Auge hat. Da habe ich Glutathion kleben und so mache ich natürlich alles, was ich irgendwie zur Verfügung habe, um meine Augen möglichst schnell wieder richtig gut fit zu bekommen. Vielen Dank. Bitteschön. Ja, also damit haben Sie meine Frage eigentlich schon ein bisschen beantwortet. Meine Frage war mehrfach kleben von Patches unterschiedlicher Art. Also ich sage mal, drei Also. verschiedene Patches, kein Problem. Wenn ich jetzt noch die Energy Enhancer dazu kleben würde, wäre es auch kein Problem, weil sich das ja in keinerlei Weise in irgendeiner Form widerspricht. Es sind ja, wie gesagt, Biophotonen, das sind ja kleine Lichtemissionen. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt alle 10 Patches, die LifeWave hat, zum gleichen Zeitpunkt kleben. Das wäre dann vielleicht ein bisschen viel Information für den Körper. Aber es ist ja auch eine Ergänzung. Wenn ich jetzt Glutathion klebe, nur mal als Beispiel, also mein generelles Maß der Antioxidanz meines Körpers erhöhe und gleichzeitig noch eben Carnosin klebe, speziell zum Beispiel fürs Auge oder um die Skelettmuskulatur, damit natürlich auch den Herzmuskel zu stärken, dann ist das ja, es geht Hand in Hand. Das sind beides Polypeptide, die der Körper sowieso produziert an unterschiedlichen Stellen. Wenn ich dazu noch ein Eon klebe, um einfach den Stress in meinen Zellen zu reduzieren und die Entzündung zu reduzieren, dann ist das natürlich auch immer eine willkommene Ergänzung, weil wenn der Körper weniger Stress hat, dann fließt die Energie besser. Wenn die Energie besser fließt, dann wird alles, was ich an den Pulsen gebe, natürlich auch besser aufgenommen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich bin jetzt am Anfang, wenn ich jetzt dauerhaft X39 klebe im Nacken, wo würden Sie dann ein anderes kleben? Es kommt darauf an, was Sie an Ihrem Körper oder an Ihrem Körper, Geist, Seele, Gefährt in irgendeiner Form noch optimieren möchten. Also Okay. zum Beispiel mit X39 ist eine geniale Kombination, auf jeden Fall das Aeon, weil Stammzellen, wenn irgendwo Entzündungen im Körper sind, in ihrem Wachstum eher gehemmt sind. Und wenn man durch das Aeon die Stammzellenproduktion eben damit erhöhen kann, ist es natürlich super. Es ist aber auch zum Beispiel wichtig für die Stammzellen, dass eben Glutathion genügend zur Verfügung ist. Glutathion wird aber auch durch das Stammzellenpatch sowieso schon erhöht, aber natürlich zum geringeren Maß, als wenn man Glutathion-Patch jetzt komplett klebt. Man kann aber auch sagen, wenn ich zum Beispiel sage, Mensch, ich bin jetzt irgendwo, sagen wir mal so, in der gesunden, späten Jugend, sagen wir mal irgendwie 50, 60, und ich möchte körperlich einfach irgendwie auch wieder knackig sein, so wie ich vielleicht mit 30 war, dann brauche ich das X49 dazu, weil das durch dieses Polypeptid Alanin in der Lage ist, eben speziell die Muskelfasern anzusprechen. Oder wenn ich vielleicht eine Frau bin und dazu eher tendiere, unter Osteoporose zu leiden oder sonst irgendwie was, dann ist es natürlich super, wenn ich meine Knochen wieder stärken kann und meine Muskeln stärken kann. Und das passiert eben speziell für das X49, weil das dafür aufgebaut ist. Und so bildet dann X39 und X49 eine wunderbare Synthese zusammen. Okay. Das Danke. Grundbasis-Patch für alles ist erstmal eigentlich X39. Das ist momentan definitiv das wichtigste Patch, weil es eben ein Allrounder ist, der sehr viele verschiedene Dinge gleichzeitig kann. Jetzt hätte ich doch mal eine Frage. Ja, gerne. Jawohl. Gibt es eine Anleitung, für was welches Batch ist und oder was die Batches so können, dass man da irgendwo strukturiert vorgehen kann? Ich kenne viele Leute, der eine hat Makula, der andere hat einen Bluthochdruck. Gibt es Ja, da Informationen? die gibt es natürlich. Also als erstes mal auf der Webseite gibt es auf der LifeWave-Webseite, die ja dann jeder auch personifiziert hat, von der Person, die jemanden eingeladen hat, oder vielleicht hat man selbst auch schon sich dazu entschieden, diese Patches möglichst preisgünstig zu nutzen und sich deswegen als Markenpartner ohne jegliche Umsatzverpflichtung zu registrieren, hat man die Möglichkeit, bei jedem Patch oben zu gucken. Da steht dann, wo man die wenn hinklebt. Es gibt auch ein Klebeprotokoll zum Beispiel.
Das hat ungefähr 120 Indikationen. Das ist auf meiner Webseite, die eben auch allgemein gehalten ist, Vertriebsförderung, Förderung mit OE, weil es ja Internet ist, Punkt Info. Da steht oben rechts zum internen Bereich. Und wenn man da draufklickt, dann kommt man zu muss man auch einen Code eingeben. Also das erste ist erstmal Vertrieb und das Passwort ist Klebeprotokoll. Und dann haben Sie Zugriff direkt auf diese, sagen wir mal, 120 verschiedene Indikationen. Und dann sehen Sie dann, wenn Sie da draufklicken, immer automatisch eine Körpergrafik, wo die jeweiligen Patches angegeben sind, die man verwenden sollte und an welcher Stelle des Körpers. Okay, wunderbar. Können Sie das als Link da in den Chat reinstellen? Wäre das möglich? Ja, kann ich Ja, gerne machen. super. Und Kein darf ich da Problem. kurz noch, Josef? Ja. Und zwar, ich habe dieses Klebeprotokoll über viele Seiten, 170 Seiten. Das sind auch, also das, man muss nicht überfordert sein. Das ist natürlich ganz, ganz toll aufgelistet alles. Und es geht von A bis Z, was man hat. Kann man ganz einfach, dann sieht man, welche Klebepunkte und welche Patches das Sehr sind. Wenn du schön. jetzt noch den Bluthochdruck ansprichst, Josef, Ja. ich hatte eklatant hohen Blutdruck und zwar über Jahre und ich nehme ja keine Medizin und jetzt hat mir mein Ayurveda-Arzt, der hat mir gesagt, du Karin, du musst das nehmen, es tut mir leid, ich habe keine Chance. So, dann habe ich jetzt wirklich so irgendwelche Blutdruckhämmer genommen über 2 Jahre. Und jetzt nehme ich die, dann habe ich selbst mit dem einen Blutdruck gehabt in Griechenland von 227 auf 121. Unfassbar, dass ich es überhaupt überlebt habe. Ja. Ich habe da einen Stich gehabt von einem wahnsinnigen Insekt mit extremen Schmerzen. Das hat man so raufkaut. So, und jetzt habe ich es, dann hat es immer wieder so um die 180 gewesen, trotzdem 160, viel zu hoch. Und ich nehme jetzt die Patches seit 2,5 Monaten. Ich habe einen Blutdruck, ich habe ja nach Mexiko das Blutdruckmessgerät mitgenommen. Und der ist immer so 130 zu 80, teilweise 120, aber ich habe die ganzen Medikamente abgesetzt. Ja, weil dann haben wir so einen Chat, ja, das kriege ich ja nur daher, vor Ja, lauter macht ja Medikamente. Sinn, man will es ja verringern, ja, in der Form. Ich habe einige Leute im Umfeld, ja, der Bluthochdruck, deine Makula, deine dies, deine das, und sage denen natürlich auf so eine natürliche Art und Weise, so human helfen kann, ist es natürlich toll. Ne? Sind die Leute dankbar und nehmen das mit Handkuss natürlich. Ne? Darum sage ich, für mich wäre es unterlassene Hilfestellung wirklich wahr. Für mich war ein Lebensmotto immer, geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich müsste es überhaupt nicht machen, aber allein, was mit mir passiert, alle Leute um mich herum, gestern war der Fotograf da. Ja, ein junger Mann, habe ich gesagt, du hast Schmerzen oder was? Ja, genau da. Dann habe ich dem das Icewave geklebt und der zweite Fotograf war auch dabei. Und dann sage ich so, nein, ich habe ihm genau gezeigt, wie. Es gibt eine spezielle Klebemethode. Das ist das Einzige, wo speziell geklebt wird. Und nach einer Minute hat der keinen Schmerz mehr gehabt. Und natürlich also, wir haben gesagt, gleich bitte ganz alle Infos schicken. Ja. Und sonst würde ich das da nicht machen. Das ist Und wirklich. andere Frage, oder gibt es da auch so ein Probiprodukt? Ich meine, es gibt, der Markt ist ja überschüttet von guten Produkten oder angeblich guten Produkten, aber viel ist ja auch schon mit dabei, etc. Wenn ich das hergebe, ist es ja eine Image-Sache auch immer in der Form, wo ich sage, du komm, nimm da 5 Pads, teste mal. Ja? Denn die Leute kaufen das ja. Wenn das gut ist, kaufen die das. Jeder ist ja für seine Gesundheit, keiner ist ja gegen sich in der Form. Nur man muss es den Absolut. Leuten anbieten können, ja. Ja, es ist so, Herr Fleck, die Firma sagt von vornherein, damit man auch wirklich hundertprozentig überzeugt sein kann, dass das Produkt richtig toll funktioniert, sollte man es 2 bis 3 Monate lang testen. Es gibt viele Leute, ungefähr 90%, die bereits nach 4 Wochen deutliche Verbesserung spüren, zum Beispiel bei dem Stammzellenpatch X39. Es gibt viele, die auch bereits mit dem Silent Night Patch, mit dem Schlafpatch nach einer Woche sagen, Donnerwetter, ich schlafe sensationell. Aber es gibt eben auch Leute, die brauchen ein bisschen länger.
Die haben Ja, das verschiedene weiß ich, das Normen. verstehe ich, ne? Das ist, Ja, und jeder Mensch ist anders. deswegen gibt die Firma von vornherein eine 90-tägige Geld-Zurück-Garantie ohne Angabe von Gründen. Das heißt, jeder, der dieses Patch bestellt und 3 Monate lang testet und sagt dann nein, das hat mich nicht überzeugt, bekommt sein Geld ohne jegliches Hin und Wieder Ja, zurück. sehr schön, Nur die ja. Portokosten werden nicht erstattet. Aber ich denke, das ist okay, das kann man verschmerzen, Ja, die mit dem kann man 12 leben. Euro. Meiner Erfahrung nach 18 Jahren, ich habe am Anfang auch vielen Ärzten und Therapeuten Probepatches gegeben, alles Mögliche. Wir sind leider in Europa so programmiert, was nichts kostet, ist nichts wert. Und alles, was wir kostenlos zugeschüttet bekommen, beachten wir leider nicht mit der gleichen Wertschätzung für das, wofür wir etwas ausgeben, selbst wenn es nur wenig Geld wäre. Schmerzpatches, also die Eiswave-Patches, ja, kann man natürlich mal zwei, drei Anwendungen machen, den Leuten kleben, wunderbar, da merken die was, haben sofort eine Wirkung. Aber bei den Stammzellen-Patches ist es definitiv besser, auf das Angebot der Firma zurückzukommen und das wirklich 90 Tage lang zu testen. Ja, mit dem kann auch jeder leben. Ja, Denke das schon, wo ist sind ja das keine armen Risiko? Leute, Ja. die nagen alle nicht am Hungertuch, die sind alle vermögend, denen geht's gut. Aber nur, es hat keiner mehr Lust, auf irgendwas reinzufallen oder sagen, das ist von Haus aus schon Ja. Humbug, ja. Lass mich in Ruhe bitte, ja, mit so einem Ja, Schrott. kann ich gut verstehen. Und das kann Live eben auch gut verstehen. Nur wenn Sie sich überlegen, dass dieses Stammzellen-Patch mittlerweile seit 5 Jahren existiert, dieses X39, LifeWave existiert jetzt im 20. Jahr, also im November erreichen Sie genau Ihr 20-jähriges Jubiläum. Und die sind immer so zwischen 30 und 40 Millionen Dollar im Jahr an Umsatz gewesen. Ist ja auch ganz nett, aber irgendwie ging das nie groß viel hoch und runter. Und seitdem Sie das Stammzellen-Patch auf den Markt gebracht haben, sind Sie innerhalb von 5 Jahren jetzt auf 450 Millionen Dollar Umsatz gestiegen, weil Ja. dieses Patch wirklich einen großen Unterschied macht. Es ist nicht so kompliziert, wie wenn man jetzt mit Klebeprotokoll arbeitet, was klebe ich jetzt wie wohin, sondern das X39 kann erstmal prinzipiell schon mal alles als Allrounder zumindest vermindern oder eben verbessern, sodass man zumindest was spürt. Und das ist eben genial. Wenn das Produkt nicht funktionieren würde und das Unternehmen, wie gesagt, 90 Tage Geld-Zurück-Garantie gibt, bei der Dimension von Umsatz, ja, da wären die ja schon längst pleite. Ja, das ist nachvollziehbar, ja. Ja, gut. Danke. Sehr gerne, Herr Fleck. Gibt es weitere Fragen? Also, gerne ich nochmal. Gerade hat nämlich ein sehr guter Mitarbeiter von mir angerufen und dem hatte ich von diesen Patches erzählt. Jetzt habe ich ihm gesagt, er kann sich eine Packung, die schenke ich ihm, weil er so tolle Arbeit sowieso leistet. Und er kann sich die mit seiner Frau zusammen teilen. Aber das ist ja eigentlich eine blöde Sache, wenn die Leute skeptisch sind und dann nur für 2 Wochen jeder eine X39. Das ist irgendwie, da muss jeder so eine Packung kriegen. Ja, das wäre auf jeden Aber Fall es sinnvoller. ist nämlich, ich meine, ja, Herr Wiegel, es ist genau wie Sie sagen. Was nichts kostet, ist nichts. Ich habe schon einen Freund, der ist allerdings 95 Jahre, aber der ist im Kopf eigentlich ganz fit, aber eben nicht in meiner Betreuung, sondern in einem Altersheim jetzt. Und hat so einen Oberschenkelhalsbruch. Dem habe ich davon erzählt. Das Ding, die ganze Packung ist im Papierkorb gelandet. Ne? Hatte keine Lust darauf. Ne? Ja. Ja, dafür ist es eben zu schade. Genau. Und deswegen, man muss wirklich vorsichtig sein, wenn da Leute sind, die sehr, sehr gerne auch skeptisch sind und dann eben nicht so richtig. Vielleicht es auch haben müssen. Aufbringen sollte man das nicht, Nein, Leuten. Ne? natürlich nicht. Ich persönlich würde einfach immer fragen und ganz klar sagen, wenn ich dir jetzt ein paar Patches gebe oder wenn ich dir dementsprechend hier eine Monatspackung gebe, wirst du sie dann auch kleben. Genau, es muss so. Aber jetzt ist es nämlich so: Ich habe jetzt einen Cousin, dem habe ich gesagt, für 100 Euro kannst du es haben. Ja, gib mal her. Ne? Und dann habe ich den heute mal angerufen: Klebst du denn? Ja, sicher, wenn ich 100 Euro bezahlt habe, will ich auch was davon haben. Sehen Sie? Das ist es. Genau, ganz klar. Ne? Ja, und dadurch haben die Leute auch Erfolge, weil die haben ja dafür schon was ausgegeben Genau und so. wenden es dann auch an. Richtig. So ist unser Kopf gestrickt und so muss man es eben auch machen. Ja, leider. Es Ja. ist ja toll, wenn man altruistisch Menschen einfach Hilfe geben möchte und man gibt hier 5 Patches und da 10 Patches, aber also der Erfahrung nach überhaupt generell von vielen unserer Partner, es kommt zu wenig dabei zurück.
Und dann ist es nämlich auch, gerade dieser Handwerker ist nämlich auch einer, der macht nicht so mal eben schnell auf die Schnelle was, der will auch immer nur gute Arbeit machen. Dem werde ich das genauso erklären, dass es nicht läuft mit Teilen und so, sondern einer muss dann mindestens einen Monat beziehungsweise 2 Monate davon hintereinander weg das nehmen, sonst ist von vornherein kein Ergebnis zu erzielen. Genau, es ist ja auch dem niemandem damit geholfen. Außer eben, man hat mal wieder ein Paket weniger. Naja. Ja, Ich ich habe habe eine Frage. 1.800 € investiert und ich dachte mir, ich habe gleich das mit dem Diamantpaket bin ich eingestiegen, Ja. weil ich dachte, das ist ja großartig, was die Karin da erzählt. Und dann ging es los. Dann habe ich die verschiedensten Menschen getroffen, die dann eben unterschiedlich reagiert haben. Eine, die dann auch so mit dem Chemiebereich arbeitet, die hat dann mich aufgeklärt und mir dann Infos gegeben über die ganzen Skeptiker darüber. Da gibt es ja auch im Internet dann so ein Professor, der sich da äußert hier von wegen, da ist nicht dran zu glauben und so. Und sie sind bestimmt auch einer von den Verkäufern, so in dem Chat dann hinterher, ne, und so. Ja, es ist ja so, Sie können heute im Internet schreiben, was Sie wollen. Interessant ist immer, wenn das dann Webseiten sind, die nicht mal ein Impressum haben. Bei diesem Professor habe ich mal ein bisschen mir erlaubt zu googeln und habe festgestellt, dass der etliche Forschungsaufgaben von der Pharmaindustrie bekommen hat. Die Sehr. Pharmaindustrie findet das auch gar nicht so witzig, dass es da ein Produkt gibt, was eben nur mit Licht funktioniert und offenbar funktioniert und die tollsten Dinge damit als Hilfe zur Selbsthilfe passieren. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass, obwohl wir immerhin ja, wie gesagt, bald schon die 500 Millionen Dollar im Jahr erreichen, dass noch so wenig Skeptiker da sind und so wenig Stimmen überhaupt nur sagen, dass es eben nichts taugt, was aber Leute sind, die es selber nie getestet haben. So ist Und es. halt Auftragsarbeiten. Aber ich denke, wir leben einfach in einer bipolaren Welt und es gibt eigentlich, wo Licht ist, ist Schatten. Es gibt nirgendwo etwas. Sie werden kein Produkt auf dieser Welt finden, möge es noch so gut sein, wo es keine Kritiker gibt, die sich dazu in irgendeiner Form äußern. Und ich sage immer, wenn es 98% der Menschen hilft und die anderen zwei geben es zurück, dann ist doch auch alles wunderbar. Ich meine, ein Arzneimittel braucht, wenn es zum Beispiel ein Schmerzmittel ist, braucht es eine Trefferquote von 35%. Um zugelassen zu werden. Jetzt habe ich mal eine ganz andere Frage. Mir ist gerade so ein Blitz gekommen. Sie sind doch Jurist, habe ich doch aus einem anderen, ne? Ja. Ursprünglich. Inwiefern hilft, wie lange haben Sie denn juristisch gearbeitet und wann ist dann dieser Klick, ist durch den Unfall gekommen? Da sind Sie auf die Pads gestiegen und dann. Nee, bei mir war das ehrlich gesagt so, ich habe zwar Jura studiert, aber nur weil ich eigentlich ich komme aus einer Unternehmerfamilie und meine Eltern haben gesagt, studiere Jura, Jura ist das Leben, mein Junge. Klar. Und BWL habe ich auch noch studiert und habe ich dann noch großen Außenhandelskaufmann gemacht, alles parallel und Ausbilder und alles Mögliche und sollte in den elterlichen Fantastisch. Betrieb gehen, den übernehmen. Und ja, dann war ich im elterlichen Betrieb und dann sagt er, du bist ja totaler Theoretiker, du hast gar keine Ahnung von irgendwas. Und ich war sozusagen von den 100 Mitarbeitern der Letzte. Ich war die Putzfrau mehr oder weniger. Ja, also, und alles, was ich machen wollte, war nichts. Also, und mit anderen Worten, immer, dann habe ich ja im dualen System dann noch irgendwo Cambridge-Ausbilder gemacht und Ausbilder für Ausbilder, dass ich eben auch Mitarbeiter ausbilden konnte. Das hat nicht hingehauen. Jedes Mal, wenn ich wieder in Betrieb kam, hatte ich die Nase voll, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte immer eine Erkältung, wie ich es in meinem Leben vorher noch nicht kannte. Es lief einfach nur so. Da habe ich mich irgendwann gefragt, wovon hast du eigentlich die Nase voll? Ja, da war es relativ klar. Ich habe mich aber schon während meines Studiums eigentlich immer für Gesundheit interessiert. Ich wollte auch Arzt studieren. Nur meine Eltern haben gesagt, wir haben 11 Juristen in der Familie, mein Junge. Wir haben keinen Arzt. Wer soll dich denn da unterstützen? Das schaffst du doch nie. Ach, okay. Ja, und dann habe ich angefangen, dann habe ich erstmal Reiki-Meister gemacht und anerkannter Geistheiler von der Deutschen Gesellschaft für Alternative Medizin und die Schiene Schamanenpraktiker und sowas, weil ich mich immer gefragt habe, die Leute kaufen sich ein Auto und das wird gepflegt, als würde es das Leben lang halten müssen. Da wird immer der Reifendruck kontrolliert, der Ja, Ölstoff wird kontrolliert, ja, das wird einmal in der Woche gewaschen, ja. kriegt das volle Programm im Service jedes Jahr das teuerste Ja. synthetische Öl, aber das Fahrgestell, mit dem wir unser Leben lang rumkurven, damit fahren wir Crash-Strategie und gehen erst irgendwann zum Arzt, wenn irgendwas kaputt ist. Und das fand ich halt irgendwie immer schon als relativ junger Mensch sehr, sehr
skurril und unverständlich. Und deshalb hat mich das Thema einfach immer schon interessiert. Und dann war ich in Australien und habe für einen Triathlon trainiert und habe wahnsinnige Rückenschmerzen bekommen, musste aufhören zu trainieren. Und da lief mir einer aus Sydney über den Weg und sagte: Hey, Buddy, no worries, hang loose. Ich habe da so ein Ding, musste ich drauflegen, wackelt von links nach rechts. Naja. Und dann habe ich mir das Ding gekauft und ehe ich mich versah, war ich auf einmal mitten im Network-Marketing-Geschäft von diesem Ding drin. Es lief super. Ich habe mehr Geld verdient, ich habe das Zehnfache verdient als das, was ich bei meinem Vater verdient habe. Und ja, so bin ich dann da reingekommen. Und LifeWave gibt es ja erst seit 20 Jahren. Ich bin aber seit 24 Jahren im Network sozusagen drin. Und ja, es hat sich so entwickelt, witziger, komischer Weg, aber ich habe es nie bereut. Und es waren immer Produkte, wo ich wirklich gesehen habe, dass es den Menschen gut tut. Und das ist irgendwie ein befriedigendes Gefühl, wenn man Ja. seinem Umfeld dazu verhelfen kann, dass es ihnen besser geht, auf natürliche Art und Ja. Weise. Und man dafür dementsprechend dann auch noch ein schönes Dankeschön bekommt in Form von materialisierter Liebe Gottes. Dann passt es halt einfach für meinen Geschmack. Materialisierte Liebe Gottes, das nehme ich mit aus diesem Webinar. Das schreibe Na, ich, die wenigstens materialisierte Liebe etwas. Gottes, das gefällt mir. Gut. Das schreibe ich mir auf. Ich Ja, habe auch noch vielen eine Dank. Frage. Ich Bitte. habe auch noch eine Frage. Ja, sehr gerne, Frau Wetzel. Okay, und zwar habe ich eine Arthrose vierten Grades im Daumensattelgelenk. Was würden Sie da drauf kleben? Also als erstes Mal ist es wichtig, dass Sie die Entzündung reduzieren. Da würde ich Ihnen mal empfehlen, pro Monat mindestens eine Flasche, also 1 Liter, kaltgepresstes Olivenöl zu konsumieren. Also nicht für einen Monat, sondern jetzt einfach mal für ein Jahr. Dann ist es natürlich so, dass in der Nacht der Körper Kollagen und Elastin bildet. Ja, das bedeutet also, um Kollagen zu bilden, braucht der Körper natürlich auch die dementsprechenden Nährstoffe auf der rein körperlichen Ebene. Also Kollagen, Elastin würde ich auf jeden Fall zuführen. Dann müssen die Entzündungen reduziert werden. A, natürlich durch zum Beispiel dieses Olivenöl, was eine sehr preisgünstige, aber sehr effiziente Möglichkeit ist, das Also zu reduzieren. trinken, Wie bitte? trinken, zu sich nehmen. Ja, trinken. Also Sie können das ja wenn Sie Brot essen sollten, ich esse kein Brot, aber dann kann man es da drauf machen oder man kann auch, weiß ich nicht, was Sie essen. Also das ist ja jetzt auch ein schwieriges Thema. Ja. Es gibt Leute, die sind vegan, die essen dann also auch keine Eier, logischerweise. Aber irgendwas isst man ja und dazu kann man ja das in der Regel mit Öl kombinieren, so wie man als Art Brotaufstrich oder als Aufstrich für irgendwas, was man sonst so isst. Ich persönlich. Ich habe eine Zeit lang, weil ich meine Zähne so geschrubbt habe, hatte ich dann so ein bisschen die Zahnhälse frei. Da habe ich mit Olivenöl morgens als erstes immer mal so ein bisschen das ja, sublingual reindiffundieren lassen, einen Esslöffel. Und das war sensationell, muss ich sagen, wie sich die Zähne regeneriert haben, das Zahnfleisch regeneriert hat vor allen Dingen und wie schnell das auch ging. Und dann würde ich auf jeden Fall Eon kleben, weil das natürlich diesen entzündungsreduzierenden Prozess stark weiterhin noch verringert und Arthrose vierten Grades, das heißt, das tut richtig weh, oder? Ja. Ja. Wenn Sie die Schmerzen reduzieren wollen, dann würde ich Ihnen in dem Fall wirklich Eiswave raten. Eiswave ist keine Lösung fürs Problem, aber es kann die Schmerzen eben schon mal drastisch reduzieren. Und da muss man, tut es am meisten während des Tages oder während der Nacht weh? Wegen der in Aktivität. Ja, also am Tag. Ja. Am Finger ist natürlich doof, weil man sich ja auch ab und zu die Hände wäscht und ähnliches. Dann würde ich das Patch zusätzlich noch sichern, indem man oben drüber so einen Tesa, oder diese hautfarbenen Tesa-Kleber drauf macht, die ja extrem starke Klebekraft haben, damit das Patch eben hält. Und das würde ich dann mal mit der Durchschussmethode machen. Also das braune Patch von den Eiswave genau dahin, wo der Hauptschmerz ist und das weiße Patch genau gegenüber. Das weiße Patch aber noch nicht festkleben, sondern einfach nur mal mit Tesafilm fest machen, damit Sie es eben einfach mal auf 10 Minuten spüren, ob das eine deutliche Verbesserung gibt, weil wenn nicht, dann lösen Sie das weiße Patch nochmal und bringen das in der Uhrzeigermethode von dem Schmerzpunkt, von dem braunen Patch 6 Zentimeter weiter nach oben, auf 12 Uhr, auf 3 Uhr, auf 6 Uhr, aber immer mal so 2, 3 Minuten zwischendrin warten und spüren, was sich denn da tut. Und Glutation ist häufig auch etwas, was sehr, sehr kraftvoll und wirkungsvoll bei Arthrose wirkt. Gut, danke schön. Sehr gerne. Alles Gute, Frau Wetzel.
Danke. Ich hab eine Frage. Menstruationsschmerzen, Ja. die ja nicht unbedingt genau zu lokalisieren sind, wo dann wirklich der ganze Bauch vielleicht noch am Rücken oder zumindest der ganze Bauch. Wo klebt man denn dann das Braune hin? Einfach mal auch mal nur ausprobieren oder. Also meine Freundin hat immer Eon und Lutation geklebt und kam damit wunderbar klar. Man kann aber auch SP6 kleben, weil das generell die Hormone etwas reguliert und ins Gleichgewicht bringt. Wenn man zum Beispiel jetzt erstmal Menstruationsschmerzen hat an den ersten Tagen der Periode, wo vielleicht die noch nicht so richtig in Gang kommt, kann man auch Energy Enhancer kleben, links und rechts auf die Leiste, um erstmal so richtig anzuregen, dass sozusagen erstmal sozusagen, ja, das Blut ins Fließen kommt, ins Abfließen kommt. Wunderbar. Dann die nächste Frage ist Zähne nachwachsen lassen. Mit Stammzellen. Zähne? Zähne, Gebiss, Zähne. Ja. Nachwachsen lassen. Ja. Also sie nach den zweiten Zähnen. Ja. Also das habe ich persönlich noch von keinem gehört, dass das irgendwie funktioniert. Ja. Theoretisch ist nichts unmöglich. Was ich im zahnmedizinischen Bereich als einziges bis jetzt eben als Erfahrungsbericht bekommen habe, das dafür aber auch etliche Male, ist, dass eben die Taschen von dem Zahnfleisch, was hochgegangen ist, wo die Zahnhälse dann frei Ja. liegen, dass sich das wieder senkt, 2 Millimeter innerhalb vom halben Jahr so ungefähr. Und dann wird wo geklebt? Für die Einfach nur in Taschen? Nacken geklebt, abwechselnd immer einen Tag in Nacken, den nächsten Tag 2 Zentimeter unterhalb vom Bauchnabel. Die Stammzellen, die wandern ja genau dahin, wo sie im Körper eben gebraucht werden. Und das Tolle an der Stammzelle ist ja, speziell wenn sie pluripotent ist, dass sie sich asymmetrisch teilt. Das heißt, die Stammzelle vermehrt sich nochmal als genau die gleiche Stammzelle und bildet parallel dazu noch jeweils eine Körperzelle, nämlich das, was sie meint, was man eben gerade in dem Moment braucht, wo Not am Mann ist. Es kann also problemlos sein, dass die Stammzelle als erstes mal zum Beispiel zu den Zehen wandert. Dann merken sie, okay, an den Knien ist auch noch was dran, im Nacken können wir noch was optimieren. Es kann aber auch passieren, wenn ich das mal sagen darf, dass etwas, was man dachte, schon mehr oder weniger überwunden zu haben, dass das erstmal wieder aufkommt. Zum Beispiel eine Freundin von mir hatte 20 Jahre lang Probleme mit Kalkschulter. Und das war so stark, dass sie jedes Mal operiert werden musste. Die konnte dann den Arm nicht mehr hochkriegen, hatte wahnsinnige Schmerzen. Und dann wurde dieser Kalk da aus der Schulter jedes Mal entfernt. Und die waren ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr komplett beschwerdefrei schon. Und dann hat sie das Patch geklebt und kriegte nach 6 Wochen bereits richtig dolle Schmerzen in der Schulter und sagte, Mist, das ist wieder Kalkschulter. Und dann haben wir David Schmidt angeschrieben, der hat gesagt, mach mal nichts, wenn du das vom Schmerz noch aushältst, einfach mal durchhalten. Und dann 2 Wochen später ist der Kalk sozusagen abgefallen. Und sie ist wieder zum Arzt, hat es ja permanent untersuchen lassen, mit Röntgenbildern und allen möglichen. Und er hat gesagt, es ist unglaublich, das hat er noch nie erlebt, dass das von alleine wieder weggeht. Aber nichtsdestotrotz war natürlich erstmal eine Verschlimmbesserung für einen kurzen Zeitraum. Das muss man eben verstehen, dass manchmal eben auch der Heilungsprozess erstmal ein bisschen mehr durch die Dunkelheit gehen kann. Und mit den Zahntaschen, was wird es da geklebt? X39. Das X39. Genau. Okay, und abwechselnd Nacken und Bauch. Würde ich empfehlen, weil ich würde nie immer an eine Stelle einen Patch jeden Tag kleben, weil einfach die Haut dadurch zu sehr strapaziert wird. Unterm Ja. Bauch vielleicht nicht, weil erstens ist der Unterbauch ist ein guter Moment, weil viele haben so ein ganz leichtes Bauchfett und im Bauchfett sind zum Beispiel auch eben ist so ein klassischer Ort, wo auch Stammzellen von vornherein sitzen, dazu noch im Knochenmark. Aber im Nacken haben häufig die Leute eine relativ eher dünnere, sensible Haut. Und wenn man da jeden Tag ein Patch drauf hat, dann kann es eben schon sein, dass dann irgendwann die Haut mal ein bisschen sensibler reagiert und vielleicht erstmal so ein bisschen Rötung zeigt. Wenn man das gut abkann, wunderbar. Aber ja, so nach 3, 4 Wochen würde ich dann da schon mal erstmal eine Woche Pause machen. Und was bedeutet das, wenn zum Beispiel gleich nach dem Kleben ein ganz starkes Jucken kommt, starke Rötung, also ganz arg unangenehm? Wenn man es dann runter macht, ist es weg.
Sobald man es wieder drauf macht, ist es wieder da. Schon mal davon gehört? Okay, und bleibt das Jucken dann die gesamte Zeit, während Sie das Patch drauf haben, oder ist es immer nur in den ersten Minuten? Nee, bleibt. Okay, vielleicht vertragen Sie diesen hyperallergenen Klebstoff nicht von 3M. In dem Fall würde ich einfach mal ein eng anliegendes Baumwollhemd tragen oder Unterhemd oder T-Shirt oder sonst irgendwie was und würde das Patch einfach auf das Baumwollhemd draufkleben. Denn durch die Baumwolle geht ja die körpereigene Infrarotstrahlung genauso durch. Und wenn Sie das Patch dann da draufkleben, dann funktioniert das für den Körper genauso. Ja, also ich habe das probiert und es war also über 2 Wochen. Dieser Effekt tritt nicht mehr auf. Also mit der Röte und mit dem Jucken, es ist jetzt erledigt. Und ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe also das Patch auf die Unterwäsche draufgeklebt. Ich habe es mal so rum draufgeklebt. Also dass wirklich zur Haut auch kein Klebstoff kam. Und es war immer da, das Jucken. Was Also natürlich auch Sie, zeigt, das heißt, ich verstehe das richtig, Sie haben das Patch von außen auf das Unterhemd oder auf das T-Shirt geklebt. Und dann ging eben nur dieser Lichtimpuls durch das, sagen wir mal, durch den Stoff, durch die Baumwolle durch und trotzdem haben Sie auf Ihrer Haut Rötung bekommen. genau. Und was mir natürlich zeigt, dass es gar keinen Hautkontakt bedarf und es funktioniert trotzdem. Ja, natürlich. Es ist Fand ich ja sehr so, dass, interessant. es ist ja so, dass in der klassischen Akupunktur sich die Akupunkteure immer unglaublich freuen, wenn sie beim Nadelsetzen sehen, dass an einigen Stellen sich eben solche Pusteln bilden. Und sa die sagen dann immer, dass genau da die Wirkung optimal ist, dass die Nadel sozusagen von den vielleicht 25, die sie gesetzt haben, die richtige war, wo eine Rötung und wo irgendwo dann eine Hautreaktion erfolgt. Ist Ja, jetzt ich irgendwie kenne. natürlich ein geringer Trost, aber auf jeden Fall sehen Sie ja schon mal, dass es dementsprechend keinerlei Allergie gegen den antiallergenen Klebstoff ist und da aus dem Patch nichts rauskommt außer Licht. Ist es ein offensichtliches Zeichen, dass Ihr Körper eben darauf reagiert, dass da irgendwo was passiert. Ja, sehe ich auch so. Kann aber sein, dass es irgendwie dann eben auch nach einer gewissen Zeit aufhört. Und es war auch so. Genau. Ja, und ich kenne das auch aus der Akupunktur. Ich mache selber Akupunktur. Okay, dann noch eine Frage Wellenlänge, weil Sie haben ja von Photonen gesprochen oder wir haben sie hier mit Photonen zu tun. Was ist denn das für eine Wellenlänge? Ja, jedes Patch hat eine andere Wellenlänge. Und das ist eben die große Kunst gewesen, das im Labor herauszufinden, wo teilweise David Schmidt eben auch wirklich Jahre dran rumgeforscht hat. Deshalb dieses X39-Patch zum Beispiel ist eben das 39. Patch, was David auf seinem, in seinem Lab hatte, in seinem Labor hatte, um eben zu gucken, ob das eben das auslöst, was er will. Und er hat da teilweise wirklich sehr, sehr witzige Ansätze oder interessante Ansätze. Momentan hat er gerade einen Patch entwickelt oder es ist schon fertig entwickelt, es ist aber noch nicht auf dem Markt. Da hat er dann aus der Bibel bestimmte Stellen rausgesucht und das Wort Baum des Lebens übersetzt auf Hebräisch, das dann wieder in Zahlen umgedeutet, um einfach irgendwie so Ideen und Ansätze zu bekommen, welche Schwingungsfrequenz was sein könnte. Und siehe da, dieses Patch, was er da kreiert hat, kann nachweislich drastisch die Mitochondrienaktivität erhöhen. Das kommt dann noch. X39, 3 und 9, das soll auch wieder so eine Liebesenergiezahl sein. Und aber was genau für eine Schwingungsfrequenz in das Patch reingegeben wird, das ist eben das große Betriebsgeheimnis. Das ist so ein bisschen wie das Rezept von Coca-Cola, nur dass Coca-Cola nicht so gesund ist wie unsere Patches. Wunderbar. Aber jedes Patch hat natürlich eine andere Frequenz. Also wenn Sie Glutation ansteuern wollen, dass das der Körper wiederum in der Leber selber produziert, ist das eine ganz andere Schwingungsfrequenz oder Wellenlänge als das, was Sie zum Beispiel haben wollen, wenn Sie jetzt ATP-Produktion in den Mitochondrien aktivieren wollen oder wenn Sie den Körper in die Entspannung bringen wollen. Aha. Dann wegen Ihrem Tipp vorhin, wegen der Kollagenbildung, Kollagen und Elastin einnehmen, was hätten wir denn dann als vegane Variante an Also LifeWave Möglichkeiten? bietet das gar nicht an. LifeWave kommt mit einer Nahrungsergänzung in ungefähr 3 Monaten. Das eine heißt Energizer. Da sind
12 verschiedene Bestandteile drin, die eben speziell notwendig sind, Aminosäuren und bestimmte Eiweißverbindungen und Mineralstoffe, um eben die Stammzellengesundheit möglichst optimal zu halten und damit natürlich auch die Aktivität der Stammzellen zu erhöhen. Aber in dem ganzen Nahrungsergänzungsbereich, weil eben da so viel angeboten wird, hält sich LifeWave da zum Beispiel komplett raus. Aber Ja. es gibt sicherlich etliches, was man auch im Internet suchen kann. Ich persönlich habe mich damit noch nicht beschäftigt, weil ich persönlich kein Veganer bin. Ich esse zwar so gut wie kein Fisch und ernähre mich nahezu vegetarisch. Allerdings bin ich, wie gesagt, nicht Veganer und insofern habe ich mich mit der Thematik noch nicht so sehr beschäftigt. Deshalb bin ich da leider nicht der Experte, aber ich denke, dass Google da bestimmt auch wiederum ganz tolle Tipps parat hält. Und dieser Energizer, ist der vegan oder was ist da an Nicht-Veganen drin? Soll vegan sein. Also ich habe die Inhaltsstoffe mir angeguckt. Hört sich bis jetzt alles sehr vegan an. Kommt, wie gesagt, erst in 3 Monaten. Also das ist jetzt erst momentan noch nicht das Aktuelle, was wir da haben. Aber sieht gut aus. Ja, danke. Sehr gerne. Jetzt habe ich noch mal wieder was, und zwar dieser David Schmidt. Ja. Der schreibt er sich mit DT oder wie? David schreibt sich David normal, also David und Schmidt wie der deutsche Schmidt, nur mit D hinten. Nur mit D. Und weil so ein Erfinder ist ja wirklich was ganz Kostbares. Wo arbeitet der? Er lebt in Kalifornien. Gut. Ist ein amerikanisches Unternehmen. Ja. Seine Frau kommt aus Dänemark. Die Ah. haben gerade letztes Jahr geheiratet. Ja. Klasse. Und der ist ja sowieso fast immer auf Reisen. Also grüßen Sie den mal herzlich von mir. Ich komme ihn mal besuchen. Ja, machen Sie mal. Sie können ihn zum Beispiel persönlich erleben, wenn Sie im Oktober nach Texas reisen möchten. In Ja. Dallas ist die nächste Convention. Sind bereits über 4000 Tickets verkauft worden. Kann ich mir vorstellen. Und da kommen die ganzen frischen, gepatchten Menschen hin, ne? Ja, das ist eine tolle Atmosphäre. Also es ist nicht so, wie man das vielleicht von anderen Networks kennt oder im Motto Chaka Chaka, du bist der Ja. Größte, wir können das, wir schaffen das. Das ist ja überhaupt gar nicht. Das ist witzig, weil das sind wirklich auch viele Menschen, die sehr viel Licht ausstrahlen, die zum Großteil wirklich bescheiden sind. Da dackelt keiner mit seinem Scheck. Ist vollkommen verpönt bei LifeWave. Darüber redet kein Mensch, obwohl es durchaus Leute gibt, die damit, naja, was soll ich sagen, 3, 4 Millionen im Jahr verdienen. Kein Problem. Aber es geht eigentlich immer nur um den Menschen, wie man noch mehr Menschen damit helfen kann und um Erfahrungsberichte. Es kommen immer Leute auf die Bühne, die dann irgendwelche wirklichen vollkommen verrückten Heilungen erzählen. Da war neulich einer, der hatte Parkinson seit über 20 Jahren, saß im Rollstuhl. Dann wurde der gepatcht von David Schmidt und nach einer Viertelstunde wurde ihm so relativ übel, musste dringend Wasser trinken. Und dann wollte er auf die Bühne und reden. Und dabei konnte er eigentlich so gut wie gar nicht mehr reden. Und dann lief der weitere 10 Minuten später, lief er ohne Krücken 8 Schritte. Und ja, seine Frau, die daneben stand, die fing an zu weinen, weil sie das eben nie wieder erwartet hatte, dass sowas passiert. Das ist dann schon, irgendwo sind schon bewegende Momente. Oder wenn da Leute eben ihre Geschichten erzählen, da waren Japaner, nur mal als Beispiel. Der hatte einen Gehirntumor und sie haben einen Teil vom Gehirn eben entfernen müssen. Und da war dummerweise auch sein Sprachzentrum mit sehr stark beeinträchtigt und er konnte eigentlich nicht mehr sprechen. Und das Problem hat er dann dreiviertel Jahr lang gehabt. Dann hat er die X39-Patches kennengelernt und nach 2,5 Monaten fing er wieder an zu sprechen. Also, das sind einfach Dinge, tja, das ist schon Magic. Ne? Das ist schon grandios, was man mit Licht eben an Impulsen für Verbesserung der Lebensqualität von seinen Mitmenschen geben kann. Es ist nicht bei jedem so, das ist klar. Deshalb sage ich auch immer, jeder Körper ist sein eigenes Universum. Ich sage immer, probier es einfach aus, was es für dich tut. Mir hat es das und das gebracht. Demjenigen hat es das und das gebracht. Probier es einfach mal aus. Vermutlich hilft es dir auch. Und damit hat man den Erwartungshorizont von vornherein auf einem normalen Niveau und wird fast immer nur positiv überrascht. Super.
Ich habe noch eine Frage wegen des Olivenöls, Ja. ganz simpel. Also wie viel nehme ich da, weil ich bin auch Olivenöl-Fan und wie viel nehme ich da? Also ich denke, man kann gar nicht zu viel nehmen. Angeblich soll ja wohl das Geheimnis dieser mediterranen Diät nicht irgendwo in dem Gemüse liegen und in dem ganzen anderen Zeug, weil das ist ja in ganz vielen anderen Diäten auch drin, sondern wohl wirklich im Olivenöl, was wohl sehr, sehr viele verschiedene tolle Wirkungen hat. Also ich liebe das vom Geschmack auch. Ich weiß nicht, ich brauche mindestens 1,5 Liter im Monat. Schaden kann es auf keinen Fall. Es ist eine ungesättigte Fettsäure. Es hat nur positive Eigenschaften. Aber wenn man, sagen wir mal so, im Minimum einen Esslöffel am Tag konsumiert, ist man natürlich schon mal viel weiter auf dem Weg, als wenn man das gar nicht zu sich nimmt. Aber natürlich ist das nicht auch nicht alles, was man braucht. Nicht? Man braucht natürlich auch Omega-3-Fettsäure. Nicht? Das ist ja nun ein weites Feld. Wir wissen ja alle, der Hippocampus, der schrumpft im Laufe des Lebens, speziell wenn er dann auch noch Stress hat. Und der ernährt sich unter anderem hauptsächlich von ja, Omega-3-Fettsäuren, von DHA. Ne? Also es gibt vieles, was wichtig ist und was Gutes im Leben, was wir eben zu uns nehmen müssen, auf der rein stofflichen Ebene. Aber nur auf reiner Lichtbasis haben wir mit den Patches auf jeden Fall schon mal eine ganz tolle Möglichkeit, den Körper dabei zu unterstützen. Jetzt habe ich noch eine Frage, Jan. Zwar das ist jetzt eine ganz eine konkrete. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen auch mit Autismus? Also, ich habe selbst zwei Leute im Bekanntenkreis, die unter Autismus leiden, sozusagen. Und die kleben sich Energy Enhancer, Eon und X39 und kommen damit auf jeden Fall so gut hin, dass sie in irgendeiner Form so schon mal diese Aufregungskurven damit ganz gut vermeiden können, zum Beispiel eben durch das Eon. Und in Zeiten, wenn sie eben wirklich, wenn sie mehr Energie im Körper brauchen, dann ist eben, sind die Energy Enhancer eben wirklich super, um einfach von vornherein das Ganze, den ganzen Fluss im Körper besser anzuregen. Und das X39 ist sowieso immer gut, weil es natürlich auch im Gehirn wirklich was tun kann. Danke dir. Ja, ich möchte euch da jetzt noch eine erfreuliche Nachricht einfach auch mitteilen. Ich habe mit dem Jan Wiegel vorher noch gesprochen, also gestern eigentlich, ob es die Möglichkeit gibt, dass wir zum Beispiel jeden Monat circa so ein Webinar abhalten können, wo ihr auch Leute dazu einladen könnt für spezifische Fragen natürlich oder selbst ihr dann schon Erfahrungen habt. Also ich finde das eine ganz tolle Sache. Und das Zweite ist wegen Network Marketing, wo dann viele sagen, ja, das ist wieder so ein Pyramidensystem oder so. Nee, überhaupt nicht. Das hier speziell in diesem Sinne. Also ich glaube nicht, dass man diese Patches vor Jahren hätte auf den Markt hauen können, so irgendeinen Drogeriemarkt oder in irgendeine Apotheke, weil es braucht spezielle Betreuung. Und es gibt ganz viele Fragen dazu und es gibt ganz viele Antworten auch im Internet schon, wo man sich wirklich so in dieses tolle Thema hineinhören kann. Also ich habe mir von David Schmidt fast alles angehört. Und wir haben sozusagen an der Spitze ist jetzt nicht nur der Erfinder, der ist auch noch CEO, also der ist der Chef von dem Ganzen. Das ist was ganz Seltenes, dass wirklich ein Erfinder eine Firma auch so tragen kann und solche Informationen, die wir aus erster Hand mitbekommen können. Ich bin ihm ewig dankbar, dass wir das so machen können, dass wir unser eigenes Geschäft haben, dass jeder sofort seine eigene Homepage haben kann, wo die Leute einkaufen. Wenn ich in ein Geschäft gehe und ich kaufe dort ein, dann sind vier, fünf Leute, die da mitschneiden. Ich habe ihn sowas auch mit Geschenksbänder zum Beispiel. Ich weiß, die kauft man um einen Euro und schlussendlich kostet das 30. Ja, das nennt man aber nicht Network Marketing. Das ist aber unsere Wirtschaft. So, und hier haben wir wirklich ein großes Glück, mit solch einer edlen Firma für uns selber so viel Erfolg herauszubekommen, für unsere Verwandten und Bekannten. Und ja, und ich habe eben auch diese Telegram-Gruppe, da könnt ihr die Leute hinzuladen und ich stelle da immer wieder Informationen rauf.
Und ganz wichtig, immer viel Wasser trinken, weil die Zellen, das ist einfach mit dem Wasser, ohne das ist es viel schwieriger, ja, das Absolut, einfachste absolut. können Vielen es. Dank, liebe Niraja. Es ist einfach so, ich meine, ich habe mir die Network-Branche im Laufe der letzten Jahrzehnte gut angeguckt. Man kriegt natürlich auch, wenn man in höheren Positionen ist, viele Angebote. Und ich habe immer irgendwas entdeckt nach relativ kurzer Zeit, also ohne dass ich überhaupt ins Unternehmen eingestiegen bin, was mir absolut nicht gefallen hat. In vielen Unternehmen heißt es unter anderem eben auch, ja, du schaffst hier ein passives Einkommen und du musst nur ganz wenig arbeiten. Das ist in der größten, zum größten Teil ist es absolut falsch. Stimmt einfach nicht. Weil das sind meistens Tretmühlen, in denen man wirklich richtig ackern muss und die Qualifikationen auch ziemlich hoch sind. Bei Lifehive ist es so, dass man mit einem Umsatz von 100 Euro im Monat bis in die unendliche Tiefe bezahlt werden kann. Matching-Bonus unbegrenzt pro Woche, unbegrenzt, kann eine Million sein in der Woche. Und Cycle-Bonus, da reden wir vielleicht mal wann anders über den Vergütungsplan, wenn dann dafür dementsprechend Bedarf entsteht. Begrenzt auf 25.000 im Monat, sind also immerhin ja dann auch schon mal wieder 100.000 nochmal obendrauf. Und ich meine, das Faire dabei ist, diesen kleinen Kiesel, den man selbst ins Wasser wirft, der dann seine Wellen ans Land schiebt, von diesem Kiesel, wo die Wellen immer größer werden, wird man immer mit profitieren, weil es nicht abgeschnitten ist, geht in die unendliche Tiefe. Wenn, weiß ich nicht, in der 50. Ebene, weil irgendjemand von euch diese Informationen über diese Hilfe zur Selbsthilfe Lichtpflaster bekommen hat, jemand einsteigt, der sagt, Donnerwetter, also das ist jetzt wirklich meine Berufung und der baut jetzt irgendwo, keine Ahnung, in Aitutaki oder in Hawaii oder Australien oder Kanada irgendwas auf, dann ist das uneingeschränkt voll vom Umsatz her in eurer Downline drin. Und das ist einfach schon mal sehr genial. Man hat keinerlei Umsatzverpflichtungen, die Webseite ist kostenlos. Es gibt bestimmte ethische Regeln, man darf eben keine Heilaussagen machen, man darf die Produkte nicht auf irgendwelchen offiziellen Kanälen verkaufen, also eBay oder Amazon oder sonst was, das geht eben nicht. Wir haben eben unseren eigenen Shop und nur den darf man verlinken, aber ansonsten, man kann auf allen sozialen Kanälen über Lifehive sprechen. Das geht in den meisten Unternehmen, die ich kenne, auch überhaupt gar nicht. Und wie gesagt, das Unternehmen ist sehr schlank von der Struktur her, wie ja schon Niraja auch sagte. Wenn der Erfinder der Produkte gleichzeitig der Besitzer des Unternehmens ist und noch CEO ist, dann ist es eben wirklich das Schöne, dass es genau in seinem Sinne auch geführt wird und dass es einfach wirklich den Menschen Gutes in der Welt zu tun. Das ist ihm einfach das größte Anliegen. Wir hatten jetzt vor 2 Wochen die Vision. Das war eine Online-Veranstaltung. Die Jahresauftaktveranstaltung, da sagt er dann zum Beispiel zum Schluss, und wenn Sie dann irgendwann vor den Schöpfer treten und auf Ihr Leben zurückblicken und sich fragen, was ist jetzt eigentlich von Ihnen wirklich übrig geblieben, was hinterlassen Sie, was wird das dann sein? Und das war genial, weil das sagt ja kein Mensch von einem Network-Marketing-Unternehmen normalerweise, ne? Weil er sagt, Geld und Materie ist es auf jeden Fall nicht, ja? Das lassen Sie ja schon mal zurück. Und wenn Sie wirklich auch einen Unterschied machen wollen im Leben von anderen Menschen, gesundheitlich, aber auch geistig natürlich und in der materiellen Welt aber auch, dann ist man eben wirklich bei LifeWave genau an der richtigen Stelle. Sag ich schon der Name, LifeWave, die Welle des Lebens. Und ja, ich bin jetzt seit 19 Jahren dabei. Ich habe noch keinen Haken an diesem Unternehmen gefunden. Das heißt, wenn Sie Wow. mir einen zeigen können, dann kommen Sie nach Mallorca, dann lade ich Sie auf Drinks Ihrer Wahl ein. Aber es wird wahrscheinlich relativ schwer werden für Sie, das zu finden. Ich habe noch eine Frage und eine Bitte. Mein Sohn, wie Niraja Dasi gesagt hat, mein Sohn ist Autist. Ja. Und da hätte ich die auch Interesse, das X39, wo käme das denn hin? Ich würde es wirklich ganz normal einfach in den Nacken kleben und am nächsten Tag unter den Bauchnabel, weil das sind die beiden Zentralgeflechte. Damit ist wie im Hauptsicherungsschalterkasten sozusagen, erreichen Sie ja die Meridiane der Körpervorderseite und eben durch den Nacken auf der Körperhinterseite. Und einfach wirklich mal 2,5 Monate kleben, viel Wasser trinken und einfach gucken, was passiert. Das Tolle ist ja auch bei allen Anwendungen, wenn jetzt einer eine Erstreaktion bekommt, was weiß ich, eine Entgiftungsreaktion, weil die Zelle schwingt ja erstmal auf einer höheren Schwingungsfrequenz und kann natürlich damit auch den Müll besser wiederum abfahren.
dann heißt das natürlich automatisch auch, dass das vielleicht eben auch ja, irgendwie sich ein bisschen unangenehm äußert. Und in dem Fall, wenn es eben zu stark ist, dann nimmt man das Patch wieder runter und innerhalb von 10 Minuten spätestens sind diese Reaktionen auch weg. Das ist eben auch ein enormer Vorteil, den man eben auch bei Menschen problemlos nutzen kann, die vielleicht gerade gesundheitlich wirklich schon in einer sehr beanspruchten Situation sind. Es ist keine Pille, die man in den Körper reinwirft und die man dann einfach nicht mehr stoppen kann, die dann einfach den biochemischen Durchlauf macht, sondern sie können diesen Lichtimpuls jederzeit wieder unterbrechen. Und das ist eben das Schöne, dass es deswegen wirklich auch experimentell in Anführungsstrichen bei jedem eingesetzt werden kann, ohne dass irgendetwas Negatives passieren kann. Okay, und wie ist mit Epilepsie? Er hat nämlich auch Epilepsie. Würde ich auch mit X39 und Aeon versuchen, ihm zu helfen. Aeon, wo kommt das hin dann? Das Aeon hat 5 verschiedene Klebepunkte. Man könnte es in der Nacht einfach auch mal zum Beispiel aufs dritte Auge oder auf die rechte Schläfe kleben. Das ist auch, sind auch sehr, sehr gute Punkte. Und ansonsten unter Bauchnabel oder eben die Punkte, die eben sonst bei Aeon angegeben sind. Man kann das überall, Okay. also man kann es eigentlich fast überall hinkleben. Okay. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, prima. Ich meine, wir sind jetzt irgendwie mittlerweile 100 Minuten zusammen. Wenn noch irgendwas ganz Wichtiges brennt, dann gerne. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann vielleicht noch mit weiteren Gästen und Teilnehmern, die Sie in der Zwischenzeit vielleicht von der frohen Botschaft der Biophotonen-Patches begeistern konnten, in 4 Wochen hier wiedersehen. Und Ganz herzlichen Dank. wer Englisch kann, also morgen um dieselbe Zeit findet das ganze Webinar auch in Englisch statt. Und am Sonntag findet nochmal eben so ein Webinar in Spanisch statt. So, also wir sind da multilingual Genau. unterwegs. Das, Ja, was Sie also hier da. übrigens im Hintergrund sehen, das ist diese Vertriebsförderungsseite. Wenn einer einfach sich mehr über LiveWave nochmal informieren möchte, diese Seite ist komplett neutral. Ich habe da nicht mal ein Impressum drauf. Hier finden Sie eben wirklich alle Videos zu LiveWave, die in irgendeiner Form auf Deutsch jetzt Relevanz haben. Ja, also Sie klicken dann immer auf das jeweilige Video, dann kommen Sie auf YouTube, dann können Sie sich das angucken, was macht das für Sportler. LiveWave ein 4-minütiger Überblick, was haben Sie mit Ihrem Leben vor? Die Geschäftsgelegenheit, da ist dann natürlich auch der Vergütungsplan mit drauf, weil das natürlich auch für den einen oder anderen interessant ist. Vorstellung vom X39, vom X49, von Alavida, welche Produkte, was, wie, wo. Ja, also auf jedes von diesen kleinen Dingern können Sie draufklicken und dann geht jeweils immer ein Video auf. Dann müssen Sie hier nochmal auf die Vogelfalltaste drücken und dann geht es los. Also wer sich informieren möchte, eben auch nochmal eine ganz gute Möglichkeit. Und alternativ kann ich eben auch sehr empfehlen, wenn Sie sich diese Lux-Patches-Seite angucken, wenn Sie noch mal genau wissen möchten, was denn eigentlich dieses GHK-CU im Körper bewirkt. Da sehen Sie dann auch noch mal die Studien. Ja, also wenn Sie hier runtergehen, das hat dann auch noch mal etliche Filme drauf. Und hier sehen Sie, was ist das mit dem Licht? Wie funktioniert das? Wie groß ist das? Warum sind Peptide wichtig? Oder was kann GHK-CU? Alles darunter sind die medizinischen Studien dann verlinkt. Also ich frage bei jedem, der sich bei mir meldet, immer, von wem er auf mich aufmerksam geworden ist. Und keiner will hier irgendjemanden irgendwo benachteiligen. Ja, hier steht das jetzt zu den klinischen Doppelblindstudien. Das ist auch nochmal ganz einfach aufgebaut. Natürlich sind die Studien in Englisch, weil das Unternehmen ein amerikanisches Unternehmen ist. Das ist ja dann klar. Und hier können Sie dann nochmal eine Überschrift sehen, wo steht, was da genau drin steht. Und hier können Sie sich die Studien als PDF alle runterladen. Wer also irgendwo so jemanden hat, der sehr, sehr kritisch ist und sagt, naja, ob das alles so stimmt, das weiß ich ja nicht, der möge sich doch mal die Studien runterladen. Hier auch die Studien zum X49, was das eben kann. Und dann hier, wo es eben dann blau ist, beim PDF, da haben Sie dann den jeweiligen Download. Also, Entschuldigung, mit anderen Worten, wenn man jetzt irgendwo in der Weltgeschichte so junge, frische Menschen rumlaufen sieht, könnte es sein, dass das alles Kleber sind. Es kann sein, ja, also man trifft Menschen, die LiveWave-Patches kleben, auf der gesamten Welt. Das ist ganz klar. Also der asiatische und der amerikanische Bereich ist wirklich erstaunlich stark gewachsen in den letzten Jahren. In Deutschland gibt es nach wie vor nur gerade mal 9.500
aktive Markenpartner. Da ist also durchaus noch einiges an Nachholbedarf in Europa. Aber wir sind ja mit solchen Dingen immer ein bisschen langsamer. Genau. Stammzellen war ja hier bis vor ein paar Jahren irgendwie vollkommen verpönt. Inzwischen berichten aber auch Leute wie Nina Ruge oder eigentlich fast jedes moderne Heft über regenerative Medizin berichtet jetzt über das, was das eben einfach die Stammzellen der heilige Gral sind und dass es die Zukunft ist. Nur Ja. viele forschen eben noch rum und haben keine Ahnung, wie sie das irgendwo aktivieren können, weil eben auch zum Beispiel dieses GHKCU, dieses Kupfertripeptid, das kann man eben auch nicht oral einnehmen, weil das wird nämlich im Darm sofort von den Enzymen aufgespalten und ist damit unschädlich und weg. Und insofern muss man erstmal den Körper selber dazu bringen, dass er selber dieses GHKCU stimuliert und produziert. Und das ist natürlich die hohe Kunst. Und das ist David Schmidt gelungen. Das ist ein wirklicher Geniestreich gewesen, das kann man nicht anders sagen. Und dementsprechend ist das wirklich auch eine einzigartige Geschäftsgelegenheit. Muss man ja auch mal ganz klar sagen, dass man hier wirklich etwas hat, was kein anderer momentan auf der Welt anbieten kann. Großartig. So, ja, also ich werde euch auch noch diese beiden Seiten verlinken in unsere Telegram-Gruppe und da gab es ja jede Menge zu studieren, gell? Und jeder hat eben seine eigene Website und ja, viel Freude damit. Und ich glaube, wir sind am Ende, Jan. Ja, ich denke Ich auch. sag. 110 Minuten, das ist, denke ich mal, ein ganz guter Impuls gewesen. Ich hoffe, dass der ein oder andere hier ein paar schöne Impulse für mehr Lebensqualität durch Licht gewinnen konnte. Eben auf einer wirklich netten Ebene von Herz zu Herz. Das ist eben das Wichtige auch in diesem Unternehmen. Hier geht es nicht um Profit in erster Linie, sondern hier geht es wirklich darum, Menschen weiterhelfen zu können in ihrer Lebensqualität und dafür im zweiten Range dann eben eine kleine materielle, göttliche Vergütung zurückzubekommen. Und die kann man ja auch wieder für viele positive Dinge nutzen. Alles Also, Gute wünsche ich, einen schönen Abend den Europäern und einen wunderschönen Tag weiterhin den ja, Amerikanern und Mexikanern und vielleicht ja bis morgen im englischen Teil wiederum. God bless you. Thank you very Herzlichen much. Dank euch allen. Ja, ah, das ist schön, jetzt hier mal alles so auf einmal noch zu sehen. Freue mich. Danke, Frau, freue mich. Mirajadasi, danke auch an dich. Ja, freue mich auf viele, dass ich euch, ich bin am 21. Jahr wieder in Deutschland. Schön, ich Ja, da auch. freue ich mich, euch zu Ciao. sehen. Tschüss, Prima, gute alles Nacht euch Gute, tschüss. allen. Tschüss, Ciao. danke, Ich ja. will. Ja, tschüss.